Heute gehen wir ein paar Jahre zurück, und zwar bis in unsere Kindheit. Wir unterhalten uns über die ersten Videospiele, die wir gespielt haben, und die ersten Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Welche Konsolen hatten wir, oder waren wir doch eher PC-Spieler? Außerdem erzählen wir von unserem Ausflug zum Akiba Pass Festival, und Andy stellt sich vor, wie sein Leben mit 50 Milliarden Euro aussehen würde. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Waterfall Rising. Genau gesagt, Episode 10. Wow. Krass. Reguläre was? Episode echt 10. Ja, echt jetzt. Also eine 0 hinten dran und eine 1 vorne. Da ist eine 0 und eine 1. 1000? Ne, so weit sind wir noch nicht. Alter, 10 Jahre Waterfall Rising. Was sagt ihr dazu, Jungs? Hallo Andy, hallo Merlin. Hä, ich bin noch nicht mehr. Merlin ist halt noch nicht ganz 10. Ich bin ja noch mal 10. Wie soll das denn funktionieren? Ach, scheiße. Ja, also, Na gut, dann halt nicht ganz 10. Aber 10 reguläre Folgen. Wir haben, also theoretisch war Folge 9 ja schon die 10. Also wir haben 10, also es gibt 10 Folgen. Ne, es gibt dann schon 11. Also, ja, aber dann sagen wir jetzt, dass es die 10. ist, weil sonst wäre es ja nur die 11. Natürlich ist es die 10. Es ist die 10. reguläre Episode, ja, ohne Specials eingerechnet. Geil. Es gab doch nur ein Special, oder? Ja, eins. Zum ESC. Uno Special. Uno Special. Und das wird dieses Jahr auch wieder speziell über das Kartenspiel gemacht. Was für ein Kartenspiel? Ja, das Kartenspiel Uno. Er redet einfach weiter. Ja, was? Jetzt habe ich es lang. Jetzt ist weil tropft. Du Uno Special gesagt hast. Ach, was wusstest du, was Stoffels Lieblingsweihnachtsgeschenk war? Socken. Nee, Pokémon-Karten. Oh, hat er im Interview gesagt. Immer sympathischer. Hat sie gefragt, nämlich in irgendeinem Special wurden die Formel 1 Fahrer gefahren, was das, über welches Weihnachtsgeschenk sie sich in ihrem Leben am meisten gefreut haben. Und hat er gesagt, probably Pokémon Cards. Ja. Nochmal zur Verständigung. Ein sympathischer junger Mann. Damit es jeder versteht, Stoffel Van Dorn ist ein ehemaliger Formel 1 Fahrer, fährt jetzt zurzeit in der Formel E und Mollen ist ein Riesenfan von dem. Ne? Ja. Ja. Er guckt mich gerade an. Und lächelt. Ja, lächeln. Hm. Ja, derzeit hat er ja nie so viel zu lächeln, obwohl 3 Punkte hat er geholt. Ich glaube, er hätte schon einige Zeit jetzt schon nicht mehr viel zu lächeln. Ja, 3 Punkte, Pole. Die hat er aber auch gut rausgefahren. Ich habe es mir angeguckt und ich habe mich hart gefreut, muss ich sagen, für ihn. Ja, ich setze alles auf nächste Season, wenn er bei Mercedes fährt. Ja, so, wie geht's euch denn so, Andi? Mir geht's gut. Ich muss aber sagen, das Wetter darf sich ruhig mal wieder bessern. Das Wetter ist hart scheiße, weil das stimmt. Normalerweise denke ich, okay, so Sturmwetter mit hartem Wind, das ist vielleicht mal 1-2 Tage, das ist jetzt schon die ganze Woche. Das kann doch nicht sein. Jeden Tag scheppern bei mir hier die Rollläden und what the fuck? Das kann doch ich nicht sein. Jeden Tag Angst, dass ich mit dem Fahrrad umkippe. Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht. Ja, der also Wind ist teilweise echt krass. Also ich verstehe das nicht. Wie kann so viel Wind sein? Also jeden Tag. Heute war tatsächlich, ich habe einmal fett Seitenwind so voll überraschend bekommen und da hat es mich schon ein bisschen aus den Angeln. Ich bin zwar nicht hingeflogen, aber ich meine, wenn es passiert, dann halt kurz stehen. Kann passieren. Ja, aber wenn es zu spät ist, dann liegt er auf dem Boden. Ja, aber du. Also wenn du durch so einen Wind fährst. Kommt ja nicht, der Seitenwind ja, doch. Voller Überraschung. Und stell dir vor, doch. Der kommt fährst von vorne, du nicht konzentriert dann ist anstrengender. Ja, klar ist das. Das ist ja schon beim Auto so. Da kommt ja auch da voll über. Also du bist ja noch nicht Auto gefahren, aber ja, bei mir war das zumindest so. Dass es überraschender kommt. Aber wenn du durch so einen Sturm fährst, rechnest du damit, dass du irgendwann noch Seitenwind bekommst. Außer du fährst komplett ja, natürlich rechne ich damit, aber wenn er dann da ist, ist er trotzdem überraschend. Das ist ja nicht immer konstant. Das hast du mir ja schon am Sonntag gesagt. Das ist ja auch so eine Windwelle, so und dann mal wieder weniger. Und dann dauert es ja, halt wieder. Ja, aber du dann rechnest so ganz ja damit. Das ist ja nicht so, als wärst du dich darauf eingestellt.
Ja, du fährst ja auch schon 5 Jahre länger Fahrrad als ich, regelmäßiger. Ich bin nicht mal 10, wie kann ich 5 Jahre länger? Ja, mit 5 hast du angefangen. Eben. Ja, und Rico fährt noch gar nicht, oder was? Nee, regelmäßiger hat er gesagt. Das ist mir zu hohe Mathematik hier. Ja, das. Es fehlt nur noch, dass es hier schneit. Ja, aber ne, hoffentlich nicht. Aber dann wäre es perfekt. Nee, dann wäre Schneien bitte nicht. Das so Wetterchaos wäre perfekt. Einfach, dabei war es vor 3 Wochen schon mal so 20 Grad angenehm und alles. Ja, und jetzt habe ich auch meine den Berg hinab. Da habe ich auch meine Heizung ausgemacht, mittlerweile ist sie wieder an. Ja, ich habe sie nicht ausgemacht, weil ich ja eh keinen Strom zahle und keine Heizungskosten, nix. Deshalb lasse ich das einfach an. Aber das könnte sich wirklich mal bessern. Merlin, wie geht's dir? Ja, eher bescheiden eigentlich. Ich bin leider ein wenig krank. Aber zum Reden reicht's. Gute Besserung. Ratiofahr. Gute Preise. Gute Besserung. Ich habe früher immer gute Reise verstanden und ich verstehe es ehrlich gesagt immer noch. Ja, das kann man auch leicht verwechseln. Gute Reise, gute Besserung. So, hä? Ja, ist auch gut, auch wenn man weil so die alt Reisen sind und sterben. Medikamente mitnimmt, so damit safe ist. Also stell dir vor, du machst irgendwie eine Reise in Ägypten, willst du ja nicht da Medikamente kaufen. Ich dachte halt früher immer, dass das so, weil da waren es ja immer diese komischen alten Zwillinge und ich dachte, das sollte so ein bisschen so darstellen, dass die halt bald sterben. Gute Reise ins Jenseits. Okay, das wird jetzt hier zu deep. Ich glaube nicht, dass Werbung sowas aussagen will. Ach du, gibt da teilweise ziemlich liebe Werbung, so ist ja nicht. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas gespielt? Schönes. Außer, nee, dass wir jeden Montag Formel 1 fahren. Ehrlich gesagt, nein. Wissen wir ja schon. Ich hab noch mal ein bisschen Wreckfest gespielt. Alleine? Ja, online halt. Ist ja ein relativ beliebtes Spiel, ne? Ihr wollt es ja aus irgendwelchen Gründen nicht spielen. Aber ist es nicht von den Peets, dass die Server mega leer sind eigentlich? Ja, sind sie auch, aber du findest halt trotzdem immer, du hast halt so deine 2 vollen Server da kannst du spielen. Weltweit. Wenn die Peets aufnehmen, ist voll. Ja, weil die es vorher ankündigen, damit die Leute kommen. Ja. Ja, macht ja trotzdem. Ja, du fahr doch mal mit. Ich hab auch mal. Ja, wow, immer, das ist halt so typische Peetspeed-Zeiten. So 13.10 Uhr, yo, wir spielen gleich Wreckfest. Bin ich leider nicht zu Hause. Das sind nicht nur Peetspeed-Zeiten, das sind für viele Menschen normale Arbeitszeiten. Ja, ja, aber deshalb meine ich halt, ich bin da halt auch nicht zu Hause. Ach so. Das meinte ich damit. Dass das für die halt normale Arbeitszeiten sind, ist ja klar, irgendwie. Wir haben Apex ein bisschen gespielt. Das stimmt. Aber auch nur ein bisschen. Wir haben also auch ein bisschen Worms gespielt. Ist jetzt nicht so die spannende Experience. Also, hä? Also, schon cool. Also doch Woche schon. Habt ihr noch gesagt, aber Andi, du musst das mitspielen und jetzt sagst du, das hat Rio so gesagt. Also ja, bin ich, hab ich mich nicht dabei, von euch nicht reinbaiten lassen, wenn du es nicht mehr gut findest. Ich wollte dich nie dazu zwingen, oder ja, wenn du das nicht willst, musst du es ja auch nicht spielen. Ich fand es auch gut, aber ist halt jetzt, wie gesagt, ist halt Battle Royale und das fesselt mich ja eh nicht so. Dabei hast du dir mehrere Battle halt Royales gekauft, oder? Du hattest dir doch dieses H1Z1 Battle Royale gekauft. Hattest du dir nicht das auch PUBG? Das ist vor Ewigkeiten gewesen, weil das endunbedingt hattest spielen wollte. Hattest du dir wollte. Nicht auch PUBG gekauft? PUBG habe ich nicht. Fortnite hast du auch gespielt. Ja, das kauft man aber nicht. Aber das hast du auch gespielt. Wie ja, auch von Rio habe ich. Und wir haben auch so ganz Trashiges gespielt. Wie hieß nochmal dieses Hunger Games Spiel mit dem Game Maker? Stimmt, das haben wir auch gespielt. Wie hieß denn das nochmal? Irgendwas mit Project, oder? Darwin Project. Ja, genau. Ja, aber das war auch ganz cool. Aber, wir haben aber das ist auch kostenlos. Aber wir haben auch so ein trashiges Battle Royale gespielt. Clash Royale. Ja, dieses Clash Royale, genau. Ja, genau. Da wusste ich vorher schon, das wird nix. Und dann Rio, ja komm, lass mal machen. Und dann habe ich es mir geholt und wir haben es einen halben Tag gespielt. Ja, 2-3 Runden haben das wir gespielt und dann hat Rio gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ich hatte auch keinen Bock mehr. Also wie gesagt, das ist halt bei mir auch so, das nutzt sich schnell ab. Und ist halt auch, also es ist einfach nicht mein Spielmodus. Es wird jetzt gerade, kommen voll viele Spiele raus, die mich interessieren würden, aber ich habe kein Geld. Kommt echt so viel raus, weil ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten ja, JRPGs ist so, halt oder Wochen raus. Ist halt nichts
gewesen. Also dieser Caligula, ich weiß, ich vergesse mal den Namen, ich glaube, das ist Caligula-Effekt, Overdose. Das, was wir auch, was wir Dreier zusammen im Kino gesehen haben, den Trailer dazu sehr, sehr oft. Das kam gestern raus, aber kostet halt auch 45 Euro. Stimmt, haben wir darüber überhaupt mal geredet? Nein, doch, weiß ich nicht. Wann war das? 2. Februar. Dann haben wir darüber logischerweise nicht geredet. Das könnten wir noch nachholen. Ja, red du erstmal zu Ende, Mary. Ja, die Spiele, also die würden mich halt stark interessieren. Also eins von denen, weil mehrere JRPGs gleichzeitig zu spielen ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe kein Geld, deshalb warte ich, bis das irgendwann billiger wird. Ja. Ich habe hier immer noch Kingdom Hearts 3 liegen. Muss ich mal anfangen. Du hast es noch nicht angefangen. Aber wenn ich es anfangen will, da will ich es auch ein paar Tagen durchzocken. Und ich habe heute meine ganzen Bücher für die Hausarbeit abgegeben. Das bedeutet, mit der einen Hausarbeit ist fertig, mit der anderen will ich Montag anfangen. Aber das Wochenende bin ich auch nicht zu Hause, also werde ich Kingdom Hearts 3 wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Wochen, in der nächsten Woche nicht anfangen. Der gesagt hat, er will das im Stream spielen oder Rio? Rio hatte das gesagt, aber offensichtlich hat er es nicht gemacht. Ist, glaube ich, schon zu spät. Tja. Er hatte, glaube ich, gefragt. Und dann habe ich gesagt, also mich hätte er nicht als Zuschauer logischerweise. Und ich glaube, es kam, und dann weiß ich nicht, er hat es dann nicht gemacht. Ich habe in den letzten Wochen ein Spiel gespielt, was den halben Namen unseres Podcasts beinhaltet. Rising? Tries Rising. Und ich muss sagen, mir macht das Spaß. Hast du voll wenig gespielt? Was? Voll wenig? Meinst du nicht letztens irgendwas mit 5, 6 Stunden oder so? Ja, aber ich bin hier schon Level... Pah. Da habe ich in den letzten Wochen mehr Breakfast gespielt als Tries Rising. Echt? Ja, ich glaube schon. Wie viel hast du denn da gespielt? Das will ich jetzt wissen. Ich weiß nicht genau. Das ist, glaube ich, auch schon länger als 2 Wochen her, als ich Breakfast wirklich aktiv gespielt habe. Warte mal. Kann doch sein, dass ich mich irre, aber... Also ich habe 7 Stunden Tries... Stunden und ich hatte, nee, ich habe 5 Stunden. Okay, habe ich 5 Stunden Breakfast gespielt. Ich habe 7 Stunden Tries Rising gespielt und bin kurz vor Level 70. Und ab 73 kommen, glaube ich, so die extremen Strecken. Ich bin jetzt bei schwer noch. Aber es ist auch, es dauert alles so ein bisschen länger, habe ich das Gefühl, als Fusion. Beziehungsweise ich habe Fusion nie so aktiv diesen Singleplayer halt gespielt. Bei Tries Rising bekommst du immer so Aufgaben teilweise dazu gestellt. Also nicht nur biete die Zeit oder so oder gewinn gegen den KI-Typen, sondern dann kommt dann halt auch fahre die und die Zeit, mache auf der Strecke 12 Rückwärtssaltos, 3 Vorwärtssaltos und fahre 50 Meter Wheelie. So, und das dauert teilweise ein bisschen, weil man da... Ist ja wie Excitebike. Machst du bei Excitebike Saltos? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, vor allem fährst du bei Excitebike... Ja, von links nach obwohl, rechts. Obwohl, fährst du bei Tries auch. Ja. Aber bei Tries gibt es die Möglichkeit, Kurven zu fahren. Man lenkt zwar nicht, aber Kurven können gefahren werden. Ist das nicht nur eine Pseudokurve in der Grafik, weil du selbst eigentlich, also ist es doch eigentlich irrelevant, oder? Ja, die Kamera bleibt gleich, aber der Fahrer fährt halt trotzdem eine Kurve. Ja, bei Excitebike ist doch auch eigentlich immer ein Rundkurs. Du siehst halt nur die Kurve nicht wirklich visuell dargestellt. Aber ja, bei Tries muss es kein Rundkurs sein. Ja, muss es sein. Das heißt, bei Excitebike gibt es auch Kurven. Gab es beim Originalspiel echt Kurven oder haben sie die einfach in Mario Kart reingemacht, damit es eine Strecke ist? Da gab es ja teilweise Runden, also würde ich schon sagen, ja. Weil ich habe halt Excitebike, das einzige Mal, als ich Excitebike gespielt habe, meine Fresse, was ist denn heute los, war beim NES Remix auf der Wii U und dem 3DS. Ich habe das beim 3DS geschenkt bekommen, weil ich einer der drei Leute war, die den zum Release hatten. Warum hast du den 3DS im Release gekauft? Der war doch total überteuert. Der hat doch 300 Euro gekostet. Zum Geburtstag bekommen. Du, ich hatte sehr viel Spaß mit Pilot Wings für 2,5 Jahre. Also ich glaube nicht, dass es bei Excitebike Kurven gibt.
Aber ich vielleicht weiß das ja jemand von den Zuhörern. Der kann oder das Zuhörerin. Gerne. Oder Zuhörerin. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Bei waterfall-rising.de. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. Oder. Oh nee. Egal. So. Also Gaming-News technisch gibt's ja jetzt nicht so viel, oder? Was ich glaube, so es kommen Spiele raus, aber ich weiß es nicht, weil im Moment. Ja, da kann man ja nur spekulieren. Was ich ganz lustig finde, ist diese ganze. Kam nicht Anthem raus? Anthem ist rausgekommen. Aber das ja, ist schon. Anthem. Ich habe darüber nur Hate gelesen. Mehr habe ich da nicht mitbekommen von. Ich glaube, Merlin hat sich damit ein bisschen mehr beschäftigt. Ja, ich habe halt nur Positives gehört, größtenteils, aber das liegt halt auch daran, dass ich mich, glaube ich, halt auf. Also ich folge schon seit sehr, sehr langer Zeit deren Subreddit. Und die sind eigentlich alle so relativ zufrieden, größtenteils. Also ich glaube, da haben wir, glaube ich, bei 60. Schon mal drüber geredet. Ja, ich weiß, aber das ist halt wirklich. Der User-Score bei 4,3. Wir haben da schon mal mit einer größeren Gruppe drüber geredet, aber ich weiß nicht, ob wir das irgendwo aufgenommen haben. Nee, mit mir hast du darüber eigentlich. Also das, was ich mich erinnere, hast du mit mir. Ja, Rio und so waren ja auch dabei. Gesprochen. Das halt, glaube ich, halt auch. Das ist halt so ein typisches, das ist so ein Spiel, da musst du halt. So ein typisches Grinding-Spiel halt so, da musst du halt so, musst du halt mögen. Wenn du es nicht magst, bist du am Arsch. Das ist das, glaube ich, ganz gut für die, die sowas halt wollen, und für alle anderen ist halt für den Arsch halt. Mal ganz darauf abgesehen, dass es technisch ein ziemliches Wrack zu sein scheint, was natürlich nicht irgendwie entschuldbar ist. Was ich ganz lustig finde, also nicht ganz lustig, aber diese ganze Epic Games Store Exklusivtitel-Thematik, die ja auch immer größer wird. Mit Metro und so, jetzt mit Satisfactory. Das wird ja alles aber da größer. Warte mal, Metro soll aber sehr gut sein. Habe ich vielfach gelesen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das soll sehr gut sein. Ich erinnere mich gerade, hat nicht mal irgendjemand gesagt, auf den Kommentar hin, dass man ja nicht weiß, wie das technisch umgesetzt ist, ob das gut wird, dass da ein Argument kam wie, ja, die haben, das ist ja nicht das erste Spiel, was die machen. Hä, was? Ja, jetzt Anthem. Hä, das ist doch von BioWare, oder nicht? Ja. Ist doch nicht dein erstes Spiel. Ja, und da hat, glaube ich, ja, nee, aber da hat, glaube ich, irgendjemand auf die Anmerkung hin, ob das denn technisch gut wird oder so, glaube ich, gesagt, ja, das ist ja nicht dein erstes Spiel, das wird schon gut sein. Ja, weil, also, man kann ja EA immer vieles vorwerfen. Weniger an BioWare, als dass EA das Spiel, also, ich habe halt vielfach gelesen, das Spiel soll halt in vielen Bereichen noch unfertig sein. Und ich glaube halt, dass EA das Spiel halt einfach releasen wollte. Also, auch wenn es noch nicht fertig ist. Man kann ja EA immer viel vorwerfen, aber die Spiele haben technisch eigentlich immer funktioniert, so. Die Fußball-Engine ist eine der performativsten über FIFA oft, dass das auch sehr buggy und so sein soll, also keine Ahnung. Ja, das halt mit dem Raustappen, aber das war es eigentlich auch schon. Ich meine, ich habe ja auch 3 Jahre lang FIFA auf dem PC gespielt, hatte nie technische Probleme. Und Star Wars Battlefront war auch nicht der perfekteste Release. Da gab es auch viele Probleme. Und Battlefield 1, meines Wissens, hatte beim Release auch. Also ich glaube. Ja, aber also jetzt mal, ich bin halt so immer so 2, 3 Wochen nach dem Release, würde ich immer so den technischen Standpunkt ansetzen, wo es funktionieren soll. Weil das haben alle. Dass es am Release nicht funktioniert. Denn mit dem Spiel, was am Release funktioniert, was Großes. Ja, aber das ist ja kein Argument. Das ist ja keins mehr. Ja, aber da findest du keinen, da musst du alle Spiele, da musst du alle Spiele. Ja, aber zum Beispiel. In die Breche werfen. Was groß ist, was auch wirklich einen Ansturm hat. Mass Effect Andromeda hat doch auch mega den Flak abbekommen. Also war nicht technisch. Also es hat technisch funktioniert. Schon. Naja, war nicht gerade die technische Sache, dass die Gesichter und alles total. Bugs, aber das waren halt. Es gab halt eine. Es gab im ersten Level eine Bug-Animation, dass die halt die Treppen so runtergelaufen. Das war einfach nur lustig eigentlich. Es war nicht mal ein schlimmer Bug. Und dass halt die Animationen nicht so gut aussahen, aber das fand ich persönlich nicht annähernd schlimm und wurde auch immer noch deutlich überdramatisiert. Aber welchen großen Publisher hast du denn dann, bei dem es anders ist? Also Activision, Blizzard? Ja, ich sag ja, die kriegen das doch alle nicht hin. Ja, aber da finde ich dann EA von denen die schlechtesten. Technisch? Ja. Nee. Von dem, was ich so mitbekomme, schon. Also Blizzard hat eigentlich immer einen hohen Qualitätsstandard. Activision hat eigentlich schon was. Was denn war denn der letzte große Release von Blizzard, der wirklich groß war? Weil so kann mich halt nur immer, wenn ich halt Blizzard höre und Technik, denke ich halt direkt an das Diablo 3 Desaster, was sich sehr lange gezogen hat. Ja, aber das Einzige, was da problematisch war, waren die Server. Ja gut, die und du halt brauchst vor wie vielen Jahren?
Ja, aber was haben die denn dann? Gespielt, was haben die am ersten Tag ging es nicht, aber in der Woche danach konntest du dich halt einloggen und perfekt eigentlich ohne Probleme spielen. Also das habe ich aber immer anders mitbekommen. Ich meine, ich habe damit. Also ich habe es ja gespielt und eigentlich ging Nachberichte und so, da ist ja immer noch. Das einzig Kritische war halt das Auktionshaus, aber das war halt eine Game Design Entscheidung. Aber ansonsten Overwatch war halt das letzte große, oder? Ich weiß es nicht. Stimmt, Overwatch. Okay, ich habe halt immer nur die Spiele von EA gespielt, die funktioniert haben. Und da gehört für mich FIFA und Mass Effect zu. Und Dragon Age hat auch immer technisch abgeliefert. Die anderen, die halt scheinbar nicht abgeliefert haben, habe ich halt einfach nicht gespielt. A Way Out hat funktioniert. Ja, aber das ist ja auch kein großes Spiel. Ja, aber ist halt von EA. Aber da, du musst sehen, das ist ein Spiel, was noch nicht mal von einem großen Entwickler ist. Und es hat Multiplayer, der einwandfrei funktioniert. Hat. Naja, es hat ein Koop online. Funktioniert. Ja, oder aber das ist was anderes als ein Multiplayer also, mit Matchmaking und wo du mit 20, 30 Leuten oder also das ist ein schwieriger Vergleich. Auch der Ansturm ist ja komplett anderer. Wie viele Leute haben bei Way Out gespielt? Ja, schon viele. Hat sich nicht 1 Million mal verkauft ja, oder so? Ja, 1 Million ist ja nichts im Vergleich zu den anderen. Dann haben es 2 Millionen gespielt. Theoretisch. Theoretisch, ja, das stimmt. Ja, ja, aber also das ist ja trotzdem eigentlich nichts. Also nicht nichts, aber was Serveransturm angeht. In Relation für die Produktionskosten. Das war jetzt keine Belastung für die Server, denke ich, großartig. Dass man da großartig technische Probleme überhaupt hätte haben können. Ich glaube, das ging auch nicht über Server, aber das ist auch was anderes. Eine andere Geschichte. Ich glaube, am schlimmsten ist, habe ich mal gerade drüber nachgedacht, Bethesda. Die Spiele sind ja teilweise bis zum Ende nicht ganz unproblematisch. Ich glaube, die sind teilweise, glaube ich, am verbuggtesten am Release. Also gut, was heißt nicht alle, aber zum Beispiel halt jetzt Fallout oder The Elder Scrolls. Eigentlich schon alles. Naja, Wolfenstein jetzt nicht zum Beispiel. Die haben ja viele Spiele. Ich habe da mal ein ganzes Stück in den Podcast von Gronkh reingehört. Wo ja, ein Podcast? Über ja, ach, Start und Select mit dem Jo. Hat jetzt mittlerweile jeder einen Podcast? Ja, selbst wir. Wir haben doch auch einen. Ja, aber egal, red weiter. Und da haben sie über Fallout 76 geredet. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, sie haben gesagt, dass da zwar schon Bugs drinne sind noch, aber das sind halt keine Game-Breaking-Bugs. Also die gab's auch wohl. Auch ein paar. Aber da sind sie wohl, haben sie wohl gefixt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte ursprünglich. Dass es überhaupt Game-Breaking-Bugs gibt, ist schon so eine Sache. Ach so. Dass es vielleicht an der Engine liegt, die schon seit Jahrzehnten benutzen und nicht wechseln wollen. Aber das ist ja keine Ausrede. Wir benutzen jetzt 10 Jahre alte Engine. Nee, natürlich ist es keine Ausrede. Sein. Nee, im Gegenteil. Es ist eher dumm. Gut. Sonst noch irgendwas? Sonst könnten wir vielleicht in Kürze, weil wir darüber noch nicht gesprochen hatten, nochmal über das Festival, was jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her ist, ein Monat besser gesagt, mehr als ein Monat, nur mal ganz kurz drüber sprechen. Okay. Ja, ich habe sonst halt wirklich nichts gespielt. Ich auch nicht. Außer Trice Rising. Und Worms. Ja, wir waren am 2. Februar, das war ein Sonntag, beim Akiba Pass Festival in Dortmund. Das Akiba Pass Festival ist ein Festival organisiert von Peppermint, glaube ich. Peppermint Anime und Wakanim. Ich glaube, die hängen da auch mit drin. Und da sind über den ganzen Tag verteilt halt 2, 4, 6, 8, ich glaube 10 Filme gelaufen.
Und alle 2 Stunden konnte man sich entscheiden, ob man in den einen oder in den anderen Film geht. Und wir haben uns 3 Filme haben wir gesehen. Du hast 3 Filme gesehen, ja, wir haben 4 gesehen. Stimmt. Ich kam ja zu spät. Andi kam zu spät wegen Zug. Ja, der dachte sich einfach mal, er fährt nicht mehr weiter. Kein Bock mehr. Aber zum Glück bist du ja dann noch irgendwie dahin gekommen. Ja, mit dem Taxi. Zuerst haben Mollen und ich so ein... Den fand ich voll gut, das war mein 2. Lieblingsfilm von dem Tag. Jetzt muss ich nachgucken, wie der nochmal hieß. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, aber den fand ich gut. Ich guck mal in der Zeit. Währenddessen kannst du vielleicht mal über den Film kurz was sagen. Ja, das war halt so eine Mädelsgruppe. Also es war, glaube ich, es basierte auf einer Serie, die keiner von uns kennt. Steht direkt auf der Startseite. Jetzt ist es weggeslidet. Moment. Nonon Biori Movie Vacation. Ja. Die haben halt Urlaub gemacht. Irgendwo, wo es Pflanzen gibt. Und ja, war, also es ist halt so ein, war ein ganz lustiger Film. War nicht so nicht anstrengend, war hat sehr viel mit, ach, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll. Ich fand ihn toll. So, Rico, du bist dran. Und Schlafcounter 1 bei dir. Ja, den Schlafcounter kannst du eigentlich in jedem Film außerdem ansetzen. So, ja, ich fand ihn aber auch. Aber da habe ich nicht viel geschlafen. Ja, aber das da habe ich gemerkt, dass du eingeschlafen bist. So. Bei manchen Filmen habe ich es nicht gemerkt, zumal auch, weil ich da selber eingeschlafen bin. Egal. Ich fand ihn auch in Ordnung, gerade auch als Einstieg. Ganz okay, aber war jetzt nicht so anspruchsvoll. Dann kam Andi und wir haben uns zusammen I Want to Eat Your Pancreas angeguckt. Der Titel klingt erstmal komisch. Haben wir nicht zuerst Natsumes Book geguckt? Was haben wir geguckt? Haben wir nicht zuerst Natsumes Book geguckt? Nee, das kam danach. Okay. Ja. Andi, wie fandest du den? So als Film-Experte. War ein schöner Film. Hat mir gefallen. War der beste Film, den ich gesehen habe. Ja. War ein sympathischer Film. Hat mir gefallen. Was ging's denn so? Im Groben. Es ging um ein todkrankes Mädchen, was einen Jungen kennenlernt und zusammen verbringen sie Zeit. Ja, ja, ich glaube, das reicht als Zusammenfassung. So. Ja, teilweise gab es Szenen, wo man schon so ein Kloß im Hals hatte und den Tränen nah war. Zumindest war es bei mir so. Ja, ja, war so der beste Film an dem Tag. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie den irgendwann nochmal in deutschen Kinos bringen, dann auf Deutsch oder so. Ich denke, der war, der wäre relativ erfolgreich. Würde ich jetzt sagen. Ob die den ins Kino bringen, weiß ich jetzt nicht, aber Blu-ray-Release kriegt er mit Sicherheit. Ich habe jetzt letztens eine E-Mail bekommen, dass die vom Festival irgendwas nochmal neu auch auf Deutsch ins Kino bringen. Mit einem Event. Ja, okay, auf so Events kann das halt immer sein, aber ob es einen regulären Kinostart bekommt, weiß ich nicht. Ja, also bei Anime ist ja immer, ist ja eigentlich immer so, ein Tag, eine Vorstellung und gut. Also naja, mehr geht ja nicht, also meistens. Chihiros Reise ins Zauberland hat einen regulären Kinostart. Ja, aber das waren ja, das, da hängt ja hier, hängt da nicht Disney oder so mit drin? Ja, Disney hat den Vertrieb von Chihiros Reise ins Zauberland gemacht. Ja, das ist ja auch nochmal was anderes. Hier machen das halt europäische Vertreter oder deutsche Vertreter sogar, dass das in deutschen Kinos kommt. Ich weiß gar nicht, was der letzte Anime-Film war, der einen regulären Kinostart hatte. Ich glaube, da musste lange suchen. Das könnte wirklich Chihiros Reise ins Zauberland sein. Ja. Das ist schade, aber es ist halt immer noch, ist halt immer noch eine Nische. Es ist, ist halt einfach so. Wobei halt, man muss sagen, zuletzt halt Kimi no Na wa wurde der, wurde das dann ja auf erweitert, ich glaube, auf, hat es, glaube ich, 2 weitere Tage bekommen, wo es dann lief, weil es halt so erfolgreich war. Genau, weil es so ein erfolgreicher Tag war und dass sich so viele Leute angeguckt haben, haben die gesagt, jo, wir schieben noch mal 2 Termine nach und das spricht ja schon für sich, würde ich sagen.
Ja. Genau, hier. Fate's Day Night kommt demnächst. Was ist das? Diese ganze Kino. Fate-Reihe ist so unfassbar verzwickt und so weiter, da komme ich ja überhaupt nicht hinein. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Und der kriegt einen regulären genau Kinostart? Ist. Nee, ja, halt einen Anime-regulären Kinostart. Also einen so Tag. Event-Tag oder was? Ja. Aber gut, so Event-Tag-Kinostart, da gibt es ja ganz viele. Da gibt es ja auch die Detective Conan-Filme oder so. Die laufen ja auch im Kino dann. Ja, das war jetzt das letzte Mal. Der letzte Film war, glaube ich, das erste Mal im Kino. Sonst vorher haben die es, glaube ich, nie gemacht. Also ich sehe zumindest, dass beim Cineplex total oft so Anime-Events sind. Ja, das ist wahrscheinlich dann, sind dann die lokalen Kinos, die sich dann sagen, jo, wir gucken mal, was wir bekommen. Aber so wie das halt bei den Filmen ist, da fragen ja die Leute an, die den Film vertreiben. Und also hier zum Beispiel beim Cineplex, da läuft, wird der 22. Detective Conan Film laufen, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, die Abenteuer des jungen Sindbad. What the fuck? My Hero Academia Two Heroes, der Film läuft in. Oh, stimmt, der läuft schon 3 Tage hier. Dann Gen Zero läuft. Love, Chunibo, The Other, Delusions. What the fuck ist das? Dann Dragon Ball Super, irgendwas. Night is Short. Also, what the, jetzt ist eine riesige Liste. Night is Short. An Animes, die hier zumindest dann laufen, die an einem Tag oder so. Ja, der hieß Night is Short, oh, Walk Night. On Girl. Black Butler kriegt auch einen Anime-Film oder hier läuft, okay. Ich glaube aber, dass solche Sachen hier in dem CineStar in Dortmund einfach nicht so viel Anerkennung finden oder nicht so viel. Ja, da wird halt einfach nicht so viel sowas gemacht, sondern da fragen halt wirklich die Leute, die den Film haben, an, ob sie den Film an dem Tag zeigen können und nicht andersrum, dass sich das Kino bemüht, irgendwelche Sachen zu bekommen. Weil das ist ja wirklich mehr, also überdurchschnittlich, was da anscheinend bei euch läuft. Ja, keine Ahnung. Wenn ich in Münster wohne, glaube ich halt auch mehr junge Leute als alte Leute, weil hier halt so viele Studenten wohnen. Könnte sein, dass da ein bisschen mehr das Interesse da ist. Ich weiß es nicht. Kann sein. Aber ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Film. So, dann haben wir den Natsume-Film geguckt. Den habe ich nicht verstanden. Mit den, du bist auch eingeschlafen. Die sind auch alle eingeschlafen. Wir sind ja, alle stimmt. eingeschlafen. Schlafkonto bei jedem einmal halt diese dämliche Katze Natsumi's Book of Friends, the movie tied to the temporal world. Gesundheit. Das war, wie heißen die Dinge? Yokai. Yokai. Ne? Ja, genau. So mit Yokai. Yokais. Ja, da sind wir alle zwischendrin eingeschlafen und konnten die Zusammenhänge dann nicht mehr. Naja, also zu bisschen was, also es gibt diesen einen Jungen, der diese Dämonen halt sehen kann und sein Meister ist diese dicke Katze so. Und dann wurde er irgendwie zerteilt und die mussten den suchen. Also die Katze, nicht der, ja, das ist halt nicht der Junge. Ja, und dann haben die diese Katzen gesucht und dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich aufgewacht, haben die immer noch die Katzen gesucht. Das war irgendwie das Absurdeste überhaupt. Die haben irgendwie eine Nuss und die eingepflanzt, da ist ein Baum gewachsen, dann war da eine Frucht, haben die gesagt, iss nicht davon, hat er davon gegessen, wurde er ganz dick. Und um den kleiner zu machen, haben die den verzaubert, dann wurde er aus 3, ich hab keine Ahnung, das war wie so ein absurder, es gibt ja manchmal so Träume, da ist die Zusammenhänge sind total absurd. Man fährt irgendwie Rennauto, dann ist man irgendwie in der Schule und also die Steps dazwischen, man kann nicht mehr nachvollziehen, also wie kann das logisch sein, dass man von da nach da gekommen ist, und so hat sich dieser Film angefühlt ein bisschen. Ja, das ist halt das Problem, wenn man zwischendrin einschläft. Ich glaube, ja, wenn wir nicht eingeschlafen wären. Ich glaube, ganz im Ernst, auch wenn ich nicht eingeschlafen wäre, hätte ich den auch nicht gecheckt. Aber das liegt daran, dass ich diese ganzen Yokai-Geschichten sowieso immer nicht checke. Ich habe nicht mal Yokai-Watch vernünftig verstanden. Und das ist ein Kinderspiel. Aber zumindest die. Ich kann das ja nicht einordnen, weil ich die Serie nicht kenne, aber die Kritik, die ich hier so lese, ist, dass der Film sich insgesamt angefühlt hat wie eine aufgeblasene Serienfolge. Also es ist quasi die Story von einer Serienfolge nur halt auf den ganzen Film gestreckt so ein bisschen. Aber hat jetzt nicht wehgetan. War aber schon ein bisschen komisch. Wehgetan hat ein ganz anderer Film. Ja, dann hatten wir erstmal 2 Stunden Pause. Mal kurz essen gegangen. Und dann
Ja, dann dachten wir, kommt ein bisschen, also es kam auch Action. Ich habe wirklich gehofft. Ich hatte Hoffnung. 20 Uhr haben wir Peacemaker Kurogane geguckt. Ein Film, beziehungsweise eigentlich zwei. Ja. Es sind zwei Filme. Genau. Zwei Filme zu einem zusammengefasst, 114 Minuten. Und der war scheiße. Also meiner Meinung nach. Ich glaube, Andi ist da nicht groß anderer Meinung. Nee. Also dieser Film, der, nein. Das war wirklich, ich hab's wirklich versucht, dem zu folgen, aber nee. Ich hab wirklich gedacht, ey, vielleicht gibt's wenigstens coole Schlachtszenen oder so, aber nicht die mal gab's, weil das immer so Close-Up, also man hat nicht mal cool gesehen, wie Leute gegeneinander mit dem Schwert gekämpft haben, weil es immer so krasse Close-Ups dann waren und dann sieht man halt nur so, wie der schlägt, aber man sieht nicht, wie er wirklich richtig schlägt, weil das halt so Peter Jackson-like, so krasse Close-Ups. Ich fand den halt noch nicht mal, ich hab wirklich gehofft, okay, vielleicht ist er wenigstens gut directed, aber noch nicht immer das war der meiner Ansicht nach. Deshalb, ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Die einzige Scheißstory, die mich innerhalb dieses Films interessiert hat, und wahrscheinlich weil es auch die einzige war, die ich verstanden habe, war die, dass er halt diese komische taube Olle da hatte. Aber war die taubstumm oder war die taub oder war die stumm? Die war nur stumm. Ist das die vergewaltigt wurde? Noch wird. Ich glaube, es ist nicht dazu gekommen im Film. Ja, okay. Das hat mich interessiert, aber das wurde ja nicht mal aufgelöst. Nö. Dann musst du dir die nächsten zwei Filme noch angucken. Ich bin halt ziemlich sicher, und da bin ich mir wirklich aus, dass mein Gedächtnis spielt mit Streich, aber ich glaube, ich habe mal wirklich den richtigen Anime dazu angefangen und habe da irgendwie 10,5 Minuten von geguckt. Du meinst den, der vor 10 Jahren rausgekommen ist? Ja, ja. Das war ein altes Ding. Und ja, den habe ich, glaube ich, noch relativ früh abgebrochen. Ja, es hätte... Auf jeden Fall, ja, bitte, du. Auf jeden Fall die große Globalstory dieses Films ging ja irgendwie um die letzte Ära der Samurai, mit die eine Seite die Waffen hatten und dass sich die Samurai gegen das Shogunat aufgestellt hat und dann der Kaiser in der Restauration ein bisschen mehr Macht bekommen hat. Also es gab ja diesen Globalzusammenhang, aber das, was dann wirklich mikrotechnisch in dieser Geschichte ist, war alles... Nee, weiß ich nicht. Und auf einmal waren die zusammen baden und dann hat er irgendwas. Nee, ich weiß nicht. Nee. Ja, das waren unsere Filme, die wir geguckt haben. Mein Fazit war, ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben wirklich einen schlechteren Film gesehen zu haben. Aber viele dafür Filme hast gesehen. Du ihn noch ganz gut bewertet, eigentlich. Ich habe ihm einen Punkt gegeben. Mehr, ach weniger so, kann weniger ich nicht. Geht nicht? Okay, gut. Also es gibt einen anderen Film, den ich nur einen Punkt gegeben habe. Und das ist die Avatar-Realverfilmung, also die Legende von Aang. Aber der ist immer noch besser als das, was ich da gesehen habe. Wenn du dem einen Punkt gegeben hast, heißt es, dass ich den noch nie wirklich gucken muss. Weil ich habe den noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Nee, musst du definitiv sein. Der Film ist halt, der ist halt wirklich, ich habe gesagt, so einen Punkt gebe ich. Also wenn ein Film absolut grauenhaft ist, so, aber er mich nicht persönlich angreift, dann gebe ich dem meistens noch eine 2 von 10. Und Legende von Aang hat mich persönlich angegriffen. Der war nicht nur schlecht, sondern der hat manifestiert gesagt, ihm ist die Vorlage, ich weiß nicht was, oh Gott, das war ein offensichtlicher Angriff auf alle Fans. So. Und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Und ich weiß nicht, warum man M. Night Shyamalan so einen Film machen lässt. Und nee, das war wirklich ein sehr, sehr... Dann waren die Schauspieler, alle Schauspieler, die noch nie ein Mensch irgendwo gesehen hat. Weil, weißt du, warum man für so einen Film dann irgendwelche Newcomer castet, die nichts können? Ach nee, dieser Film. Dann ändert man noch alles. In Avatar Feuerbändiger, das ist der Vorteil der Feuerbändiger, die können Feuer aus ihrer quasi Energie, aus ihrer körperlichen Energie raufbeschwören. In Legende von Aang braucht ein Feuerbändiger Feuer, damit sie Feuer bändigen können. Das muss dann irgendwie... Ja, warum ändert man sowas? Es macht alles keinen Sinn. Ach, dieser Film war so schlecht. Da könnt ihr einfach Feuer aus ihrer Hand schießen, oder was? Nee, in Avatar können sie ja Feuer aus ihrer Hand schießen. Aber in Legende von Aang brauchten die Feuer. Da mussten die erst eine Kerze anzünden, um Feuer zu machen oder so. Also, warum? Ja, kennst du das nicht, wenn der Stadt jemand auf dich zukommt? Ey, hast du mal Feuer? Ungefähr so wird es da auch abgelaufen sein. Ja.
Knarr-Joke. Also, es war für meine Begriffe war es ein gelungener Abend oder Tag, besser gesagt. Es hätte noch eine Vorstellung gegeben, aber dann wären wir nicht mehr nach Hause gekommen, weil die irgendwie 22.50 Uhr war. Und ja, ich fand, das war ein angenehmer Tag. So. Ja, außer Peacemaker Kurugane. Ja. Achso, und als Special Guest war der Character Designer von I Want to Eat Your Pancreas da. Dem konnte man auch ein paar Fragen stellen. Ist das im Englischen Pancreas? Heißt das nicht einfach Pancreas? Ist doch der lateinische Begriff, oder nicht? Aber die werden doch nicht Pancreas sagen. Die sagen warum denn nicht Pancreas? Sind die alle zu blöd, um Medizin zu studieren? Weil dann sagen die ja wahrscheinlich, also das ist doch einfach der lateinische Begriff, oder nicht? Aber die sagen doch nicht Pancreas. Die schaffen es doch noch nicht mal, Hülkenberg auszusprechen, wenn die doch nicht Pancreas sagen. Die schaffen es nicht mal, Vettel zu sagen. Da sagen die Vettel oder so. Die schaffen es nicht mal, Vettel mit einem deutschen V zu sagen. Dann werden die doch nicht Pancreas sagen können. Haben die, glaub, da nicht voll, wirklich, haben die da nicht wirklich voll Probleme bei der Medizin und so? I want to eat. Ja, die können. Gibt es englische Ärzte? Ja, aber stimmt, da muss man sagen. Also es gibt natürlich auch Latein im Englischen, aber natürlich sprechen sie Latein falsch aus. Also systematisch können die, kriegen die das halt auch nicht hin. Okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber du hast wahrscheinlich recht, ja. Die Pankreas ja, ist eh so ein Ding. Eigentlich heißt es Pankreas. Die Bauchspeicheldrüse. Ja, mit der muss ich mich. Biologie ist so scheiße, ne? Ich mag die Bauchspeicheldrüse nicht. Mochte ich sowieso noch nie. Nein, lass sie dir entfernen. Aber was heißt denn, aber ist Bauchspeicheldrüse auch einfach nicht der normale Ausdruck im Englischen dafür? Ja. Glaub schon. Also ist der Wort dann ja auch ein englischer Begriff. Das heißt, vielleicht der medizinische Fachbegriff wäre Pankreas, aber da sie ihm ja auch im normalen Sprachgebrauch sagen, sagen sie dann Pancreas. Weil es ja ihr normaler Begriff für Bauchspeicheldrüse ist. Bei uns ist das nicht im normalen Sprachgebrauch eigentlich. Bei uns ist es ja nicht. Bei uns, wir sagen ja, also ich habe noch nie jemanden Pankreas sagen hören. Nee. Ja, doch, gibt es nicht irgend so eine Krankheit, die auch so das beinhaltet, dieses Wort? Ja, Diabetes. Kann gut sein, aber. Diabetes. Ich dachte. Sagen die Pancreas oder sagen die Pancreas? Ich habe keine Ahnung. Das klingt ein bisschen wie Pancakes. So. Pancreas. Also Google Übersetzer. Sagt Pancreas. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich dachte halt immer vorher, Pancreas ist schon die Krankheit. So an sich. Biologie ist eine Krankheit an sich. Naja. Naja, ist schon wichtig. Darüber ja, aber. Ja. Ich glaube, da würde Rio was anderes sagen. Der ist doch kein Biologe. Naja, der macht doch ganz viel mit DNA und. Der macht doch mit DNA. Technischer Assistent ja. Ist der Rio. Mit Vererbung und so. Ich weiß gar nicht, dass Rio mit so berühmten Leuten zu tun hat. Sogar mit DNA. Das ist ja krass. Also vielleicht erlabe ich auch Bullshit, ich bin da nicht so ganz drin, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Rio ein bisschen Ahnung hatte von halt so Kram, was mit Medizin, Medikamenten mach und halt Genetik auch sowas so? Wie ja, mit so Genetikkram, halt mit DNA und so. Also, das ist halt so ganz plakativ. Nee, was wollte Rio denn machen? Rio hat ihm irgendwas gesagt, was er machen will, aber ich hab's vergessen. Nur in meinem Labor bleiben und irgendwas studieren. Nee, aber der wollte was ganz bestimmt. Er studiert doch biotechnische. Ja, aber ich wollte der nicht auch irgendwie dann später in einem Labor arbeiten? Bestimmt. Ja, aber der hatte mal in irgendeinem Fachbereich gesagt, was, glaube ich, sein Wunsch wäre. Aber ich hab's vergessen. Genetik, die Rap-Gruppe. Rio will auf jeden Fall was erfinden. Ja, genau, er rappt dann. Das hat er gesagt. Er wird wahrscheinlich landet Rio im Gefängnis wegen verbotenen Genexperimenten. Oh Gott. Gut. Aber Biologie ist schon nicht unwichtig. Ja, unwichtig nicht. Ja. Unwichtig nicht, aber macht auch keinen Spaß. So, ich mochte Bio. Also ich habe immer Bio gehasst. Und ab der Oberstufe mochte ich, weil gerade der Kram, also dieser ganze, also was ich immer langweilig fand, war Blut und Organe und Zellen, das hat mich alles nicht interessiert, aber als wir dann über Genetik, DNA und Vererbung und so geredet hatten, das war voll mein Ding, so, das hat mir mega viel Spaß gemacht.
Das ist ja auch ein interessantes Thema, aber sowas wie fucking Diabetes oder so, das habe ich nicht mal bei meinem eigenen Hund verstanden. Bei mir ist ja, aber das hatte ich halt nur in der 11.1 und dann hatten wir später halt ganz halt Evolution, Vererbung und Genetik und den ganzen Kram und das fand ich halt mega interessant. Und dann hatten wir halt auch so Themen wie Monsanto und genau wie das dann funktioniert, wie man diesen Genmais macht, mit welchen Techniken, diese Radio Carbon-Ding, wo man das dann in diesen, und wie man das funktioniert und wie man die DNA-Dinger spliced und alles, das fand ich halt alles voll mega interessant. Da hat mir Bio dann Spaß gemacht. Ich sehe gerade, wenn man sich einen VIP-Tagespass gekauft hätte beim Festival, hätte man eine von zwei Peacemaker Kurogane Drama CDs bekommen. Ja, Drama gab es da viel. Naja, wir haben ja auch so Kram bekommen. Ja, wir haben auch so Kram bekommen, aber das war so, ja. Gut. Hab's mir auf der Zugfahrt das Magazin durchgelesen und war verwundert, dass es so ein Magazin gibt. Also kann sich das rentieren? Wer kauft das denn? Fand ich ein bisschen komisch. Aber gut. Oh, ich fand diesen einen Typen komisch. Wären wir in Hamburg oder Berlin gegangen, hätten wir die Produzentin von Peacemaker Kurogane als Ehrengast gehabt und da hättest du mal fragen können, was die geritten hat, so einen Film zu machen. Ich weiß nicht, danach einige Leute auch auf Twitter und so weiter gelesen, die meinten, ja, Peacemaker Kurogane. Also ich glaube, wenn du die Serie wirklich kanntest, ist es vielleicht also die Leute, die ich auf Letterboxd gesehen habe, die Peacemaker Kurogane gut bewertet haben, die haben jeden Film gut bewertet. Ich nehme in Anspruch, dass die Leute dann keinen hohen Anspruch haben. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass der Film nicht der beschissenste Film aller Zeiten war, wenn du die Serie kennst. Ja, aber ich habe zumindest mal ein bisschen nachgelesen gehabt. Und so wie ich das verstanden habe, folgen die Filme nicht auf die Serie, sondern setzen quasi von vorne neu an und fassen irgendwie die erste Staffel oder so zusammen. Irgendwie so war das. Ja, also eigentlich müsste man den Film verstehen können ohne die Serie. Es wirkte auch ein bisschen wie eine Zusammenfassung, nur dass die wichtigsten Parts halt draußen waren. Also die ganze Zeit mit diesem, auch dass die ganze Zeit dieses scheiß Datum eingeblendet wurde und ich ich hab's überhaupt nicht verstanden. Ich finde es eh immer doof. Wenn ein Film, also ich persönlich finde es immer doof, wenn in einem Film irgendwie Daten eingeblendet werden, weil ich mir das irgendwie nicht merken kann. Ja, Pankreas war es doch richtig. Ja, aber ich kann mir das irgendwie nie, ich krieg das nicht eingeordnet. Du sollst dir die Daten ja nicht merken. Ja, nee, aber ich krieg das dann in meinem Gehirn irgendwie nicht eingeordnet. Also bei Tycho Pankreas zum Beispiel hat das ja super funktioniert mit dem, fand ich zumindest. Also ich habe direkt gecheckt, was abging. Gut, beenden wir diesen Teil. Wollen wir Pause machen? Nee, oder? Was sagt ihr? Ich brauche jetzt keine Pause. Ich auch nicht. Okay. Dann machen wir jetzt straight mit unserem Thema weiter. Was da wäre? Wie alles begann. Unsere Kindheitsspiele und ersten Berührungen mit dem Medium. Videospiele. Yay. Yay. Ich glaube, da hat sich jeder so individuell halt vorbereitet, weil wir haben uns auch keine Notizen gemeinsam gemacht. Merlin hat sich nicht vorbereitet. Ihr habt das alles im Kopf. Ja, ich bin krank. Ist egal. Ich bin krank. Ja, da hast du genug Zeit zum Denken. Ja, aber da habe ich heute genug Zeit gehabt zum Schlafen erstmal. Und ja, ich habe Arzt warten. Also und ich saß da eine fucking Stunde. Also vorbereitet also, im Sinne. Zeit gehabt. Ich wusste nicht mal, dass wir heute den Podcast machen bis vor zweieinhalb Stunden. Das ist aber deine Schuld. Ja, das stimmt. Aber ich habe das ja wirklich alles, also habe alles getan. Ich glaube, ich brauchte auch nicht so viel Vorbereitung, weil das ist bei mir alles relativ, ja, ich habe dich schon so oft drüber geredet. Er ist bei dir auch noch nicht so lange her. Jede Episode, ja, ich bin ja erst 10. wer bisher jede Episode von World of Horizon geguckt hat, weiß, glaube ich, meine komplette Geschichte schon. Na. Doch. Ich habe über jedes Spiel, über das ich gleich reden werde, schon geredet. Dann werden wir sehen. Ziemlich sicher. Also ich habe mich zwar auch nicht vorbereitet in dem Sinne, dass ich mir was aufgeschrieben habe, aber ich habe mich gedanklich vorbereitet. So, was so die Spiele sind in meinem Kopf, die ich früher so gespielt habe. Ich würde mal sagen, es fängt mal damit an, dass wir so erzählen,
was wir glauben, das ist, kann ja sein, dass es bei jedem nicht mehr so frisch ist in der Erinnerung, was wir glauben, das erste Spiel war, was wir gespielt haben. Andi. Ich glaube, das war Sesamstraße. Irgend so ein Sesamstraße-Spiel. Sesamstraße 3 oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Aber ich glaube, es war irgendein Sesamstraße-Spiel. Ich habe mit so 4, 5 Jahren angefangen, PC-Spiele zu spielen. Und ich glaube, das war so ein Sesamstraße-Spiel. Wo man halt irgendwelche Worte vervollständigen musste oder so ein typisches Lernspiel halt, die eigentlich keinen Spaß machen und nicht cool sind. Aber als Kind hat es Spaß gemacht, weil ich hatte auch so ein Spiel. Nee, ich weiß auch nicht, als Kind hat es, glaube ich, keinen Spaß. Ich habe es nur gespielt, weil das ist, weil das ein cooles PC-Spiel war. Ja, siehst du? Gab es mehrere von diesen Spielen? Aber das hat schon Spaß gemacht. Also von den Sesamstraßenspielen? Oder gab es da nur eins? Ich hatte mehrere. Da gab es mit Sicherheit mehrere. Okay. Also eins davon habe ich zumindest auch gespielt. Mit Graf Zahl und so irgendwelche Matheaufgaben. Ja, genau, bei mir gab es auch Graf Zahl, er war in seiner Burg drin. Ja, genau. Da haben wir das gleiche gespielt. Molin? Naja, dass Graf Zahl in seiner Burg drin war, ist jetzt, glaube ich, nicht so der unwahrscheinlichste Plotpoint. Sesamstraße Dreierbox, 2-4, spielerisch lernen. War das hier? Ich gucke jetzt auch mal. Es kann sein, dass es sich sogar diese drei. Ah, hier, genau das hatte ich. Da vorne ist Kraftzahl sogar drauf. Spielerisch lernen. Schick mal. Kraftzahl. Die hatten sogar Gameboy-Spiele. Okay. So sah das Cover ungefähr aus. Ja, genau. Genau. Ja. Derzeit nicht verfügbar, das ist ja schade. Fördert wichtige Vorschulkenntnisse. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das war so. Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber mir fällt gerade nicht einfach sonst das erste gewesen. Ich habe ja einen Bruder, der. Wie alt ist er denn? 12 Jahre älter als ich ist oder 10 Jahre älter als ich. Da habe ich dann gelegentlich zugeschaut, wie er. Was war das denn damals? Der hat irgendein Anno-Teil gespielt, dann hat der Diablo 1 oder 2 oder so gespielt. Da habe ich ab und an mal so schräg mit drüber geguckt. Aber da muss ich dann auch schon ein bisschen älter gewesen sein, so 5 dann wahrscheinlich. Also ich glaube, Sesamstraße, das war wirklich das Erste. Okay. Mollen? Ich habe halt auch im Kindergarten und so, kann mich halt auch daran erinnern, dass ich halt auch voll oft... Er hat halt so einen komischen PC-Raum, da hab ich da halt Lego Racers. Ich wollte gerade sagen, sag nicht, ihr hattet irgendeine Spielstation oder Computer bei euch im Kindergarten. Kindergarten einen Computerraum? Ja, aber da durfte man halt irgendwie eine halbe Stunde am Tag oder so, wenn man sich da angemeldet hat, irgendwie rein oder so. Ich hatte auch keinen. Frechheit. Ja, ich bin ja auch erst 10, Leute. Stimmt, du bist ja jünger als wir. Ja, 2012 also, gab's schon Computer, ja. Man muss ja bedenken, du kamst ja quasi... Das war real. Kamst du 3 Jahre später als wir in den Kindergarten? Ja, macht dann Sinn, ne? Ja. Wir sind 3 Jahre älter als Molin. Und man weiß, in der Internet-Computer-Generation, da geht vielleicht schnell. Ich habe immer so das Gefühl, oft, also es ist vielleicht auch so verquer gedacht, aber dass ich zur letzten Generation gehöre, die quasi in Kindergarten und Schule kaum mit Computern was zu tun hatten. Aber ich glaube, in Wahrheit haben die jetzt auch nicht viel so mit dazu. Also ich hatte im Kindergarten mehr mit Computer zu tun als in der Grundschule. Und die Grundschule hat zumindest Praktikum gemacht, hat Smartboards gehabt. Die haben ja, okay, also deshalb, ich habe so das Gefühl, so zur letzten Generation zu hören, die noch fast ausschließlich analoges Kindergarten- und Schule-Ding hatten. Weil auch in der Schule und unser Computerraum, die PCs waren halt so langsam, dass halt nie ein Lehrer mit uns da hingegangen ist. Und wenn er da mal hingegangen ist, dann hat die ersten 10 Minuten allein gebraucht, die PCs hochzufahren oder so. Also das war ja nix. Ich bin ja jetzt aktuell auf einem Berufskolleg, wo wir ja auch in jedem Raum Smartboards haben und so weiter. Und die haben jetzt mal eine Klasse ausgetestet, die WLAN nutzen darf und auch soll. Und dann ist denen relativ schnell aufgefallen, dass bereits bei einer Klasse an einer Schule mit über 2000 Schülern das WLAN zusammenbricht. Dann wurde das Projekt. Ihr seid zu dritt und bei euch bricht das WLAN ja schon zusammen. Nach einer Woche. Ja, aber wir sind auch keine Schule. Ja, aber das zeigt ja, die. Also das wahrscheinlich heißt, benutzen die dann ein
Rico macht einen Abschied. Rico muss von dannen ziehen. Weil deshalb können wir jetzt Sachen über Rico sagen. Du, das ist ein Sachse. Stimmt, und Sachsen waren die wahrscheinlich eh hinten dran. Deshalb hat... Hallo. Hallo, Rico. Ich werde es dann hören, was hier geredet wurde. Aber ich wollte halt eben nicht, dass du sagst, deswegen habe ich es geschrieben. Egal. Was? Ja, hallo. Ja, Merlin hat Lego Races gespielt, habe ich auch gespielt, ja. Teil 1 und Teil 2. Das ist voll das coole Hundesalonspiel oder so. Nintendo. Naja, das kam doch viel später. Nee, das war auch einfach so ein dämliches, da hast du so einen fetten weißen Hund da sitzen und dann konntest du dir eine Schleife aufpacken und fertig ist die Sache. Irgendwie sowas. Aber, ja. Aber mein also das war so die Kinder, aber das war halt nicht mein wirklich eigenes Spiel, das habe ich immer mit anderen zusammen gespielt. Ich glaube, mein wirklich Spiel, was ich selber wissentlich gespielt habe, dürften dann zum einen Pokémon Gelb gewesen sein auf Gameboy, auch noch im Kindergarten, glaube ich, und Bibi und Tina auf dem Gameboy. Da gab es so einen Huhn, den du hinterherrennen musstest und das war schwierig. Nochmal, ich hatte Konsolen erst relativ spät. Ich bin, glaube ich, bis zur dritten Klasse oder so, war ich reines PC-Kind. Ich habe halt den Gameboy von meiner Schwester geklaut. Geklaut. Ich habe auch mal Mario auf, was war nochmal die Nintendo-Konsole, wo man so dicke Module reingesteckt hat? Gameboy. Nein, also die stationäre. So ganz dicke Module. Da gab es mehrere. So eine graue. Super Nintendo. Da hat man oben so Module reingesteckt. Da habe ich auf jeden Fall irgendein Mario-Spiel gespielt von meinem Bruder, aber ich war, glaube ich, sehr schlecht. Bin, glaube ich, über das zweite Level oder so nicht hinausgekommen. Ich glaube, ich war auch viel zu jung, keine Ahnung. Ich glaube, welche Mario-Konsolen gibt's? Nee, Nintendo-Konsolen. NES, SNES, N64. Das sind alles die. Nee, der NES war es nicht. 64. Könnte der N64 gewesen sein? Was war vor dem N64? SNES. Super Nintendo. Ah, nee, es war der SNES. Dann wirst du Super Mario World gespielt haben. Oh, da bin ich mit Yoshi am Anfang rumgelaufen. Yoshi. Gab's den da? Ja. Ja, dann war das wahrscheinlich das. Aber wenn du nicht über das zweite Level hinaufgekommen bist, ich glaube, der kommt erst im zweiten Level. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Probleme hatte. Okay. Kann auch sein, dass mein Bruder da halt alle Level freigeschaltet hatte und ich dann halt einfach in ein späteres Level reingegangen bin oder so. Um nochmal kurz das Thema Grundschule und Computer aufzugreifen. Ich glaube, bei uns an der Grundschule war das so. Bei uns haben die so ein Computerkabinett eingerichtet, als ich in der dritten Klasse war, glaube ich. Das Computerkabinett, ja, so. Das ist schon wieder. So wurde das gesagt. So wurde das gesagt. Halt. Kabinett. Das Computerkabinett. Das ist eine Horrorgeschichte. Ja. Und ich muss aber sagen, das war relativ auf dem neuesten Stand eigentlich. Alles. Und da sind wir ab und zu mal drin gewesen. Also um nicht zu sagen, sehr selten. Habt ihr da auch die Lernwerkstatt gespielt? Die Lernwerkstatt? Stimmt. Ja, die Lernwerkstatt. Das war so ein Spiel, was wir in der Schule am PC machen. Ich habe die CD, habe ich hier gerade sogar rausgekrabbt. Ich habe sie sogar. Es gab so ein Pushy-Spiel. Genau, warte mal. Ja, Pushy. Wo man halt so spielerische Logikrätsel machen muss. Und das war echt cool. Das Spiel heißt die Lernwerkstatt? Lernwerkstatt Version 6 habe ich. Pushy! Oh, die ganzen Erinnerungen kommen zurück. Ja, ich hatte auch Computer AG bei Johannes. Zwei besondere Leckerbissen, eigene Pushy-Level bei basteln. Johannes. Das habe ich sogar, da habe ich schon meine Kreativität freien Lauf gelassen und eigene Pushy-Level gebaut. Pushy. Und 175 neue Level für je zwei Kinder gleichzeitig. Also ich glaube, das Vergnügen hatte ich nicht, kommt mir nicht bekannt vor. Pushy ist, ja Mann. Ja doch. Pushy war live. Hat Spaß gemacht, Pushy. Das stimmt. Habe ich in der Grundschule gespielt. Der Pushy. Ja, ich hatte auch Grundschule, stimmt, ja. Also in der Grundschule hatte ich doch mit Computern zu tun. Ich war ein Jahr in der Computer AG. Haben wir Pushy gespielt und Glitches gefunden, die wir mal ausgenutzt haben. Kommt mir absolut nicht bekannt vor. Dass du das noch hast? Ich heb alle meine Spiele auf. Ich habe auch noch die ganze, also ich habe halt, wie gesagt, nur PC-Spiele gespielt. Also ich habe die TKKG-Rätselspiele, die Fünf-Freunde-Rätselspiele, die ganzen Löwenzahn-Sachen.
Hier habe ich Legoland. Kannst du es überhaupt noch installieren? Weil du hast bestimmt kein Laufwerk mehr, oder? Doch, ich habe ein Laufwerk. Doch, du hast ein Laufwerk. Sonst kann ich ja keine Blu-rays gucken. Stimmt. Walt Disney World Quest. Magical Racing Tour. Also irgendein Disney Racing Spiel. Noch mehr Löwenzahn. Dann hatte ich so ein cooles Herkules 2D Jump'n'Run, was echt cool war. Tarzan war auch cool. Tropico Gold. Ich habe auch sehr gerne als Kind so Tycoon-Strategiespiele gespielt, weil Kampfspiele durfte ich halt mit 6, 7, 8 noch nicht spielen. Aber ich wollte trotzdem Krieg haben. Und dann war die Alternative halt Strategiespiele. Weil das war von Krieg oben. Haben. Das haben mir meine Eltern erlaubt. Das ist halt von oben so entfernt. Das ist okay. Deshalb Age of Empires und hier die Siedler, Reise nach Nordland, wie gesagt, Tropico. Tropico weiß ich, da hatte ich eine Diskussion mit meinem Vater, weil hinten auf der Disc draufsteht, als frisch an die Macht gelangter Diktator einer unbekannten Karibikinsel. Und ich war irgendwie 7 oder so und wollte das haben, weil ich irgendwie cool fand, so auf einer Insel, so die eigene Insel und da selbst bauen und so. Und da hat mein Vater, okay, was ist das denn für Spiel? Dann erstmal gelesen und dann gesagt, ah, Diktator ist nicht so gut. Und da hatte ich voll lange diskutiert, nein, das ist wie jedes andere dieser Spiele auch, das steht da nur hinten drauf, um es spannender zu machen. Und dann hat das mir doch erlaubt. Schon da, so richtig schön eingeredet. Naja, eigentlich stimmt's ja, im Prinzip ist es ja nicht anders als jedes andere Strategiespiel auch so. Also um mal zu meinem ersten Spiel zu kommen, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht wirklich erinnern, was mein erstes PC-Spiel oder mein erstes Videospiel überhaupt war. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder es war ein Spiel auf dem Gameboy von meinem Bruder oder es war ein PC-Spiel auf dem PC von meinem Bruder. Sowas wie Hugo oder diese alten, obwohl, nee, das, ich glaube, das kam später, diese Löwenzahn-Spiele. Ja, ich bin mir, die habe ich hier auch. Ich habe die immer von Siebenstein. Ich glaube, ich aber das haben wir aus der Bücherei ausgeliehen. Tatsächlich später. Dann wird es wohl doch Hugo gewesen sein. Die kannst du auch nicht mit 4 oder so gespielt haben, weil die Löwenzahn-Spiele, glaube ich, teilweise schon ein bisschen anspruchsvoller waren. Da musstest du zumindest lesen können. Ja. So. Obwohl, also, Peter Lustig hat alles vorgelesen. Stimmt, aber ich glaube, die waren schon teilweise ein bisschen anspruchsvoller mit den Rätseln und so. Auf jeden Fall. An einer Stelle hatte ich Angst, weil man so einen Igel gesteuert hat und von oben kam irgendwie der Adler und musste vor dem Adler fliehen und das fand ich zu spannend. Also ich leg mich mal fest, ich glaube, es war bei mir tatsächlich ein Hugo der Troll-Spiel, falls das noch jemand kennt. Fucking Hugo. Ja, anscheinend kennt es noch jemand. Das sind diese aus dieser Süßigkeitenpackung, oder? Was? Nein. Das sind echte Release-Games gewesen damals. Das war früher bei Sat.1 oder so im Fernsehen, hat man das auf dem Telefon gespielt. Gab es eine Fernsehsendung zu mit hier, wie heißt sie noch? Hier, die Dschungelcamp macht. Sonja Zietlow, genau. Ja doch, Hugo der Troll, der ist doch auch auf diesen Süßigkeiten da drauf, oder nicht? Was für Süßigkeiten? Ja, ich glaube, von denen gibt es auch Süßigkeiten. Also, wie gesagt, das ist eigentlich eine Fernsehshow gewesen, wo sie dann Spiele dazu gemacht haben. Und die quasi 1:1 so übernommen haben. Mehr musste man da auch nicht machen. Aber die Spiele sind dann mit der Zeit auch anspruchsvoller und größer geworden. Die haben dann sich mehr getraut und so. Aber ich fand die Sprüche immer lustig und so. Ja, das war so wahrscheinlich meine erste Erfahrung mit diesem Moorhuhn habe ich gespielt. Und Moorhuhn, ja, das kann natürlich auch sein, dass das so mit eins der ersten war auf jeden Fall. Gimme Moorhuhn. Und irgendwann habe ich sogar auf meinem YouTube-Kanal dann die ganzen Moorhuhn-Spiele, die ich hier zur Verfügung hatte, nachgespielt. Ich habe eins meiner ersten YouTube-Projekte nach StarCraft 2. Ich habe tatsächlich sehr viel von Moorhuhn gespielt. Nicht einfach nur diese Abschießdinger, sondern auch die neuen Sachen, die dann später kamen. Da diese Adventure-Spiele und Jump'n'Runs und so. Die genau, hab ich, dieses Indiana-Jones-Ding. Die habe ich vor allem mit einer guten Freundin damals gespielt, zusammen. Haben wir uns immer abgewechselt und diese Jump'n'Runs gespielt. Ich guck mal gerade, wie die hießen. Und da gab es natürlich hier das Racer-Ding. Ja, Moorhuhn Kart, Alter. Geil. Ja, alles auf Nerdlabor nachguckbar. Es gab sogar Moorhuhn, Mensch, ärger dich nicht, oder was?
Wahnsinn. Ich glaube, es gab sogar ein Schach von Mo. Und ich glaube, wahrscheinlich gab es fast alles von Mo. Mohun-Spiele, so. Gucken wir mal. Da musst du Vigal Boding fragen, der kann sich mit Mohun aus. Warum? Weil er das Lied dazu gemacht hat. Dieses Gimme Mohun-Lied. Ist er damit nicht sogar voll weit oben in den Charts gelandet? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört, was du gerade gesungen hast. Ich kenne es. Ja, das ist doch voll bekannt. Nee. Das ist bekannt. Rico. Es tut mir leid. Also Rico. Mit dem schlechtesten Englisch ever. Alter, ich muss mal die Lyrics raussuchen. I have keine Ahnung, was wir gerade machen, but Eiern zu Hühner, die Level kochen. I feel me bestens, when I see bügel, cause I have a fable für wildes Geflügel. I need nix zu essen, I don't need a trunk. Höchstens was vor sehen, Scheidenentzündung. What for the land wird die Krume vom Acker? That is for me, so Hühnergegacker. Gimme, 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 gimme Morphen. I love the Hühner, du Schut. DJ Mohun Feed, Vigald Boning. Was hat doch nur damals funktioniert. Mohun Schatzjäger, genau, das habe ich immer gespielt auch. So hieß es. Okay, die Lyrics. I have keine Ahnung, what you gerade machen, but I am the Hühner, wie let it krachen. I feel me bestens, when I see Bügel, cause I have a fable für wildes Geflügel. What the fuck? I need nichts zu essen, I don't need a trunk. Höchstens, what for the Scheidenentzündung. Das sind bessere Rhymes, als es heutzutage gibt. What for the Landwirt, die Krume vom Acker? Das ist vom miese Hühnergegacker. Gimme Mohun. I love the Huna to shoot. Ich weiß noch, es gab so ein Spiel, wo ich mega Angst hatte, das zu spielen, weil das so eine gruselige Atmosphäre hatte. Und ich glaube, das war im Winterschnee. Das war Mohun, der Fluch des Goldes. Ein Adventure. Ach, du meinst das Adventure. Ja. Ich habe nun davon nicht viele gespielt, nur bei einem Freund, dem Jan, der hatte ein paar davon. Da habe ich das auch mal gespielt, aber hab die jetzt auch nicht so viel gespielt. Da warst du halt am Anfang in so einem großen Schloss oder Villa von dem Mohun und das war alles so düster, es hat gewittert draußen, es kamen immer die ganze Zeit komische Geräusche und so Geister. Aber Gewitter und so. Regen ist schon mal ein guter Start für ein Videospiel. Aber ich war klein und ich hatte Angst. Ja, wie gesagt, mir war ein Adler zu spannend bei Löwenzahn. Mit dem Igel fliehen musste. Was ich auch früher gespielt habe am PC, ich hatte eigentlich, also meiner Meinung nach, relativ früh selber einen PC. Ich glaube, sogar zur Einschulung hatte ich schon einen eigenen. Na, ich nicht. Ich habe meinen ersten PC zur Kommunion bekommen mit 8. Mit so einem richtig geilen, fetten Röhrenbildschirm. Wahnsinn. Ich musste da immer den PC von meinem Vater geben. Windows 98 oder was das war. Nee, ich glaube, bei mir gab es schon. Gab's da mein schon Vater XP? War immer sauer, wenn ich neue PC-Spiele installiert hatte, weil er gesagt hat, dadurch wird sein PC langsamer. Ich hatte immer mit so vielen Spielen. Ich bin auf jeden Fall mit XP aufgewachsen, das weiß ich noch. Ich hatte immer XP. Ja, später bin ich da auch auf XP, also mein Vater hat dann auch auf XP, aber ich habe auf jeden Fall noch 98 mitbekommen. Also, was ich sagen wollte, ich hatte, was ich super gerne früher gespielt habe als Kind, war. Die Lego-Insel. Die Lego-Insel. Ist man da auch mit so einem Auto rumgefahren? Nee, also man konnte mit dem Auto rumfahren, aber man hat so einen Skateboard-Boy gespielt. Ich habe auch irgend so ein Spiel mit Johannes gespielt, den aus Formel 1 bei ihm. Ich glaube, das war Lego-Insel. Lego-Insel ist halt, ich krieg's nicht mehr komplett zusammen, aber du bist halt so ein Junge mit einem Skateboard. Und du musst, deine erste Aufgabe ist, glaube ich, irgendwie Pizza verteilen, Pizza ausliefern. Ich glaube, das war wirklich die Lego-Insel. Das habe ich auch gespielt und mit Johannes zusammen. Wir haben uns immer abgewechselt. Du konntest an einigen Stationen, konntest du so ein Rennauto bauen und auf so einer Strecke ein bisschen fahren. Woanders konntest du zur Polizei reingehen, da ein bisschen was entdecken. Oder so ein Turm halt, mit so wo was gerade quasi die Zentrale ist. Und du musstest. Wie hieß der Typ nochmal? Danny. Ach, der aus dem Gefängnis geflohen ist, dem musste man irgendwie einfangen. Also das Pizza ausliefern sagt mir was und was mir auch was sagt,
ist, das muss man irgendwo in der Wüste, glaube ich, auch mal ein Rennen fahren musste. Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Ich bin ja kein Fan von Wüste, ne? Ach, wie hieß der nochmal? Steinbrecher irgendwie so hieß der. Steinbrecher ist ja eine ehrliche Geschichte. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ich wollte so auf jeden Fall mal ganz viele dieser alten Spiele dann mal irgendwie Let's Playen und so. Und dann aber das Problem ist, dann zu denen gab es dann halt immer schon Let's Plays auf YouTube. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie mal das Spiel finden, zu dem es noch nicht gibt. Dann habe ich gedacht, ah, vielleicht zu dem Sesamstraße Adventures. Wie zum Beispiel hier Siebenstein, Rudi und die Siebenstein, ey, oder willst du spielen? Von Frierland. So. Und dann gab es selbst dazu schon Let's Play. So, es gab wirklich zu jedem Trash-Game, was ich hatte, schon Let's Play. Und dann habe ich meine alten Nostalgie-Spiele doch nicht gespielt, weil die gab's halt alle schon auf YouTube. Ich habe hier gerade das Fan-Wiki gefunden, wo auch Abenteuer auf der Lego-Insel mit drin steht. Und da stehen teilweise die Namen. Ich kann mich noch voll dran erinnern. Pepperoni. Stimmt. Nick Brick. Yep. Laura Daran Brick. Kann ich mich auch erinnern. Mama Bricolini und Papa Bricolini. Hä, sind Nick Brick und Paula, wie, Nick, sind Nick Brick und die andere Brick Geschwister? Muss ich das auch mal spielen. Nick und Laura Brick, keine Ahnung. Also hier steht zur Handlung, es ist nur ganz kurz, man kann in die Rolle von entweder Pepper, Nick, Laura, Papa oder Mama schlüpfen. In dem Spiel kann man durch Besichtigen der Insel zahlreiche Minispiele absolvieren und viele Figuren kennenlernen. Zum Beispiel Pizzas ausliefern. Aber je nachdem, welche Figur du spielst, geschrieben. Hast du einen anderen Spielablauf, als wenn du zum Beispiel Pepper spielst. In einem bestimmten Teil des Spiels kann man den ausgebrochenen Steinbrecher fragen. Nee, fangen. Den Steinbrecher hieß er anscheinend nur. Außerdem hat jede Figur ihre eigene Fähigkeit. Ja, eigentlich war das so ein Open-World-Spiel, wo man doch auch so Quests annehmen konnte, ja, oder? Ja, das war eigentlich so ein Open-World-Spiel. Und ab irgendeinem Punkt, da gab es irgendwo, glaube ich, auch so ein Portal, um irgendwie zu einer anderen Dimension oder so zu kommen. Ja, irgend sowas, ja, dämmert mir das, da. Da war man irgendwo auf dem Mars oder so, irgendwas ganz komisches war. Das ist ja nach Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Ja, Lego Insel hat halt schon sehr früh mit das alles. Es gab viele coole Lego-Spiele da. Wie gesagt, die Lego Racers-Spiele, da hatte ich so ein Lego Monster Truck-Ding, wo man so eigene Strecken bauen konnte. Wie gesagt, Legoland, wo man seinen eigenen Freizeitpark bauen konnte. Gab es echt sehr, sehr viele coole Lego-Spiele. Das Legoland-Ding habe ich mir, glaube ich, auch mal gegeben, aber ich habe vorher Rollercoaster Tycoon 3 sehr lange gespielt und ich dachte, das Legoland-Spiel wäre genauso cool, aber das habe ich dann irgendwie nicht richtig gecheckt oder so. Das habe ich wieder liegen lassen. Das Legoland-Spiel war auf jeden Fall schwieriger. Das war auf jeden Fall schwierig. Da habe ich lieber. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es prinzipiell schlechter war als Rollercoaster Tycoon 3. Da habe ich lieber Rollercoaster Tycoon 3 gespielt, dann im Sandbox-Modus so eigene Bahnen gebaut und dann selber da mitgefahren. Das war immer so das. Und was ich schon mal erzählt habe, ich habe halt gerne Sandbox bei diesen Spielen gespielt und dann das gemacht, was ich gerne wollte. Und ich habe meistens, damit ich immer viele Besucher habe, das so gemacht, dass die in den Park zwar reinkommen, aber nie wieder raus. Da habe ich halt am Start einfach so eine Bahn, man kann da so Transportbahnen bauen, wo die Leute durch den Park mitfahren können. Und da haben die nur das am Eingang, aber es gibt halt keine Möglichkeit, an der Station wieder auszusteigen. Das heißt, sie sind dann für immer in dem Park gefangen. Das habe ich zum Beispiel bei Zoo Tycoon gemacht. Da habe ich irgendwann halt so einen Zaun vor dem Parkeingang gebaut und dann die Tiger und Löwen und so freigelassen und die dann quasi auf die Besucher gejagt. Das war schon ganz witzig. Aber leider, die haben die Besucher halt nie wirklich getötet, weil das Spiel war halt ab 6, die haben nur so rumgeschleudert und dann sind die Besucher wieder weitergegangen. Bis ich meine PS2 hatte und den Gameboy, da war das, wie gesagt, die habe ich halt erst relativ, den habe ich glaube ich erst mit 8 oder 9 dann bekommen. Meine erste Konsole war die PS1, die habe ich glaube ich mit 6 bekommen. Oder nee, die habe ich auch noch mit 5 bekommen, die habe ich auch noch vor der Grundschule bekommen. Da habe ich dann ganz viel Spyro. Aber dann hast du die PS1 bekommen, als es die PS2 schon gab. Ja, ja. Okay. Ja, mein Gott, wir waren ja auch. Wer hat's gereicht? Ich hatte schon sehr viel Spaß als Kind. Nee, aber da habe ich ganz viel Spyro gespielt und ja, fuck, das habe ich letztens erst nachgeguckt, wie dieses Spiel hieß. Also generell habe ich auch viele Fußballspiele gespielt.
FIFA 98 oder so, oder wie das, was das da war, habe ich mega viel gespielt. Aber da habe ich letztens hab ich noch gesehen, wie das hieß. Verdammt! Das war so voll das coole Spiel. Da habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast drüber geredet. Wo du entweder mit einem Fahrrad, Inlinern, Rollerskate. Nee, warte mal, was ist das gleiche? Also Fahrrad, Inliner, Skateboard oder so ein Board, auf dem du sitzt. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Halt quasi Rennen gefahren bist und den jeweils anderen, also die Gegenspieler, auch umtreten konntest und so weiter. Es war mega cool. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da bist du auch durch San Francisco und so gefahren. Da habe ich auch sehr viel Spaß mit gehabt. Fuck, ich habe letztens noch nachgeguckt, wie das hieß. Hört sich gewalttätig an. Ja, war es auch. Meine Mutter hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ja, wenigstens haben die Eltern mitgemacht. Ja, meine Mutter hat eine Runde gespielt mit Inline-Skates und danach hat sie keinen Bock mehr gehabt. Meine Eltern hatten nie Bock, sich mit sowas zu beschäftigen. Meine Mutter hat mir nur immer hat nur immer die Spiele gekauft. So. Kennt ihr mal von euch Himmel und Hölle? Ja. Also das Papierding oder was? Nee, das Spiel. Ach so, nee, dann kenne ich es nicht. Das PC-Spiel. Hieß das Himmel und Hölle? Ich bin mir nicht sicher, dass Himmel und Hölle hieß. Fuck, wie hieß denn das nochmal? Das habe ich auch voll viel als Kind gespielt. Höllenjob hieß das. Oh, warte mal, das sagt mir irgendwas. Wann ist denn das rausgekommen, damit ich das einordnen kann? Das sagt mir was. Höllenjob. Das habe ich auch voll viel gespielt. Ey, das würde ich auch heute noch spielen. Die Figuren kommen mir bekannt vor, aber ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Oder nicht gerafft. Keine Ahnung. Die Figuren kommen mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Was ich auch, aber ich glaube, da war ich schon ein Ticken älter. Wie hieß das mit dem poppenden Schaf? Sven? Ja, Sven, glaube ich, Sven 7 oder so. Das habe ich auch. Ja, Sven 7. Nee, Sven extra scharf, Sven. Doch, Sven. Ja, einfach Sven. Also da gibt's halt mehrere. Sven Bombwollen habe ich, glaube ich, gespielt. Der Sven. Nee. Habt ihr als Kind auch mal ab und zu, habt ihr mal so Spiele auf dem Handy gespielt? Also, klar, es gibt ja viele, ich hab doch kein Handy. Ja, Snake. Ja, eben, sowas halt zum Beispiel, so vorinstalliert. Ich hab nie meines Vaters, aber das war's. Nee. Ich hab auch Snake gespielt. Und dann gab's noch irgend so ein anderes Spiel auf dem Handy meiner Mutter, wo man so Kisten stapeln musste irgendwie. Kann mich aber noch nicht mehr so krass dran erinnern. Du meinst Soko Man oder wie das heißt? Keine Ahnung. Da, wo du die Kisten schieben musst? Nee, nicht schieben. Stapeln. Irgendwas mit Stapeln war das. Das war, glaube ich, ein Siemens-Handy. Keine Ahnung, was das für ein Spiel war. Aber es war das erste Handy, was wir hatten mit Farbdisplay. Das weiß ich noch. Meine erste Konsole hatte ich, glaube ich, auch in der Grundschule. Aber die habe ich geschenkt bekommen von einer Verwandten, weil sie das als Werbegeschenk bekommen hat. Eine Xbox. So eine alte. Also die erste Xbox. Und dazu war ein Spiel dabei und in der ganzen Zeit, wo ich diese Xbox besessen habe, ist noch ein Spiel dazugekommen. Das erste Spiel war DTM Race Driver. Habe ich gerne gespielt. Bin nur nie so weit gekommen als Kind, weil ich das anscheinend nicht so gut konnte. Noch nicht. Und der zweite war Crash Nitro Kart. Das habe ich viel gespielt. Kein Halo? Nee. Ich glaube, da bin ich zu jung dafür gewesen oder habe mich da nicht so krass damit beschäftigt, was es alles gibt. Die erste richtige Konsole, wo ich mich viel auch mit den Spielen beschäftigt habe und geguckt habe, was es da alles gibt. Zwar auch nicht so krass, wie man merkt, weil ich habe ja nicht so viel Wissen über das ganze Zeug, war dann wirklich erst die Wii. Das war dann aber voll spät. Ja.
Ich hatte nach der PS1, hatte ich dann auch, ich weiß aber nicht mehr, wann ich die bekommen habe, die PS2, der ich auch sehr viel gespielt habe. Aber das war halt wirklich so einfach nur sehr viel, also ich habe mega viel Pro Evolution Soccer 5 und 6 gespielt mit meinen Freunden. Ich habe mega viel FIFA gespielt. Ansonsten habe ich da, glaube ich, fast gar nicht so viel drauf gespielt. Formel 1 2006 habe ich auch mega viel darauf gespielt. Und dann kam halt mit, da war ich acht, habe ich meinen DS bekommen. Und dann ging die, was ich vorher auf dem Gameboy die ganze Zeit gezockt. DS Lite oder der normale DS? DS Lite bekommen. Okay. Ich habe ja vorher immer noch auf dem Gameboy immer noch voll viel Pokémon und so gespielt mit meinen Freunden zusammen. Und dann habe ich halt den DS bekommen und dann kam noch mehr Pokémon. Kam Pokémon Diamant und da war es mich endgültig geschehen. Ja, ich hatte Platin. Nee, Platin kam Perl, ja später. Also ich hatte beides. Ja, ich hatte auch später noch Platin. Aber ich hatte Diamant. Ich war ein Dialga-Typ. Boah, das, ach, da kann ich so viel erzählen über die schönen Zeiten in diesem Spiel. Ich weiß noch, wie ich voller, wirklich mit so einem Lächeln im Gesicht, meinen damals besten Freund angerufen habe auf Festnetz. Weil ich endlich das Wadribi gefunden habe, was ich zum Vervollständigung meines nationalen Pokédex brauchte. Da bin ich echt ausgerastet vor Freude. Weil das irgend so ein behinderter Wanderer kurz vor Herzhofen hatte, den ich vorher noch nie angesprochen hatte. Ja, an dich erinnere ich mich noch genau, du Wanderer. Da war ich auch auf dem Pokéday mit der Edition. Boah, der war toll. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das war Monster Hunter Try auf der Wii. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben, aber ich glaube, wir hatten da, um miteinander zu zocken, auch telefoniert. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob hatte ich dann das Telefon vor mir auf, wie nennt man das, auf Freisprecher? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, so habe ich das früher auch gemacht. Ich habe Oblivion fast durchgespielt am Telefon. Aber das war doch kein Multiplayer, oder? Nee, das nicht, aber ich habe. Also wir haben ja wirklich Monster Hunter Try quasi Multiplayer zusammen gespielt, um halt zu kommunizieren. Ach so, nee, ich habe einfach nur. Das ist quasi wie im TS-Chillen, habe ich halt früher so. Und währenddessen haben wir beide telefoniert. Auf der PS2 habe ich noch sehr viel Wrestling gespielt. SmackDown vs. Raw 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 2011 auch. Nee, 2011 hatte ich, glaube ich, schon auf Wii, ich weiß nicht genau. Die waren auch immer dabei. Weil meine Wii habe ich bekommen, da war ich 11, glaube ich. Die habe ich 2010 bekommen. Habe sie zu Release, glaube ich, bekommen. Oder ein, zwei Monate oder drei Monate nach Release oder so. Wann kam Pokémon Battle Revolution raus? Weil da habe ich auch meine Wii um den Zeitpunkt bekommen. Nee, dann stimmt's doch nicht. Echt? Oder habe ich die schon so? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe die 2009 irgendwie so in den Dreh bekommen. 2009 hatte ich meine PS3 und ich glaube, da hatte ich schon zwei, drei Jahre die Wii. Die Wii hatte ich vor der PS3 und mit der Wii habe ich irgendwann gespielt, aber irgendwann habe ich gemerkt, die ganzen coolen Spiele kommen auf der PS3 raus und dann habe ich mir eine PS3 zu Weihnachten bekommen. Ich glaube, die habe ich zum Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann bin ich auf jeden Fall voll auf PS3 umgestiegen. Ja, das wollte ich auch, aber ich hatte kein Geld. Und meine Eltern hatten keinen Bock, mit ihnen zu kommen. Und eigentlich war Übergang von Kindheit und Jugend, aber eigentlich habe ich meine schönsten Spiele-Erinnerungen dann auf der PS3, weil da habe ich quasi zum allerersten Mal halt quasi in Anführungszeichen so die richtigen guten AAA-Spiele alle gespielt, so, keine Ahnung. Und auch meine ersten Shooter gespielt, obwohl die hatte ich, glaube ich, auch auf der PS2 mal bei Freunden, aber wirklich meine eigenen Shooter habe ich quasi auf der PS und die ersten eigenen. Gut, Rollenspiel, gut, Kingdom Hearts und so habe ich auch schon auf der PS2 gespielt. Aber irgendwie so das erste Mal richtig, wo man irgendwie dachte, boah, die Grafik sieht geil aus. Wobei, das dachte ich auch schon bei der PS2. Ach, egal. Auf jeden Fall, PS3 habe ich halt, war irgendwie so, da dachte ich, ja, jetzt, das sind jetzt die richtigen Spiele, so. Nachdem ich irgendwie vorher 3 Jahre lang die Wii hatte oder so. Und mein PC, glaube ich, nie gut genug war, um da diese Spiele drauf zu spielen. Need for Speed habe ich vor langem auf der PS2 gespielt. Ach, Most ja, Wanted war das, glaube ich. Ich war Carbon und Most Wanted und so. Und Undercover auch. Hat sich der Soundtrack in meinem Kopf eingebrannt. Ich habe mir dann irgendwann Xbox 360 gekauft. Ich glaube, das war 2012 oder 13.
Nee, das ist ja voll spät, da kam ja schon fast schon die PS4 raus. Nee, das passt doch alles zusammen. Warte mal, wann kam Modern Warfare 3 raus? Weil da bin ich nämlich dann auch in die Shooter eingestiegen. Das ist dann aber auch relativ spät. Nee, da habe ich 2011, Mann. Dann habe ich mich gerade voll Schwachsinn gelabert. Dann habe ich meine Wii auch irgendwie 2008 oder so bekommen. Und dann habe ich mit... Nee, dann wird es so... Also MW3 kam Ende 2011. Ja, und da habe ich Mitte 2011 habe ich dann ungefähr meine Xbox gekauft. Ich musste die ja selber kaufen. Ich habe mir meine PSP, glaube ich, selbst gekauft. Also Nintendo DS habe ich auch sehr viel Pokémon gespielt. Pokémon Mystery Dungeon. Ja, auch. Oh. Halt die normale Pokémon, also Perl, Platin. Boah, Hard Gold, Soul Silver, ich weiß noch, wie ich auf Schwarz und Weiß so übelst lange gewartet habe und einfach jede Endzone und sonst was für ein scheiß Magazin gekauft habe, um die neuesten Infos in mich reinzusaugen. Ja, Schwarz und Weiß habe ich dann nicht mehr mitgemacht, da habe ich dann aufgehört. Das mit die besten Erinnerungen. Boah, ich habe, also das ist glaube ich so meine beste Zeit gewesen, einfach vierte und fünfte Generation von Pokémon, da habe ich so viel Zeit und Herz und Liebe reingesteckt. Da war toll. Mit meinem Xbox 360 habe ich tatsächlich einfach nur Shooter gespielt. Also Modern Warfare 3 und Black Ops 2. FIFA und Wrestling. Und so gut sowas wie Assassin's Creed und so auch, aber... Mit Assassin's Creed 2 bin ich eingestiegen. Das hatte ich mir gebraucht, im GameStop gekauft für 15 Euro oder so. PS2 habe ich dann auch noch... Vor dem PS1 habe ich dann noch Final Fantasy gespielt. Final Fantasy 13 oder was? Der PS1 habe ich Final Fantasy. Ach, PS1, ich habe PS3, okay. Nee. Ja, da wäre Final Fantasy 13 ein bisschen ungewöhnlich. Das stimmt. Ja, aber irgendwann sind. Ja, auf der PS. Bin ich und mein Freundeskreis sind dann auf die PSP umgestiegen. Wir haben alle Monster Hunter gespielt, deshalb dann war der Nintendo DS nicht mehr so interessant. Ja, ich habe Final Fantasy 8 auf der PS1 gespielt. Liebe ich ja bis heute, aber irgendwie ignoriert das ja. Können ja alle, die 8 existiert ja scheinbar nicht. Als Zahl ist ja immer nur 7, 19. Ja, ich bin kein großer Freund von eigentlich keinem Final Fantasy Kampfsystem. Mag routenbasierte Kampfsysteme nicht. Aber so pseudo-actionbasierte Kampfsysteme in Final Fantasy 15 auch nicht. Dann lieber ein gutes routenbasiertes als ein schlechtes actionbasiertes. ja, deshalb ist der einzige Final Fantasy Teil, den ich gespielt habe, Final Fantasy 7 Crisis Core auf der PSP, weil das war ein rundum gutes Action-Kampfsystem. Ich habe so viele Spiele für meine PS2, PS1 und Xbox 360 gehabt, weil ich wirklich jedes Mal von meinem Taschengeld nur mir nur Videospiele gekauft habe und nichts anderes gemacht habe. Aber ich kann mich an die alle nicht mehr erinnern. Also ich habe ja auch voll viele ich habe eigentlich nur gezockt die ganze Zeit und Fußball gespielt. Aber ich weiß nicht mehr, was ich wo genau gespielt habe. Ich musste mir irgendwie gar nicht so viel selbst kaufen, weil meine Eltern mir die Sachen irgendwie immer gekauft haben. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ein Spiel haben wollte, haben es mir meine Eltern gekauft. Aber ich habe halt dann auch nicht so oft dann neue Spiele gewollt. Also irgendwie, wenn ich sagte, ich will das Spiel haben, dann haben sie es mir irgendwie gekauft. Und später zu Amazon-Zeiten habe ich dann Sachen einfach in den Amazon-Einkaufswagen gelegt und bestellt und dann kam das und das war's so. Also deshalb irgendwie, ich musste mir die Sachen nie so selbst kaufen. Aber ich habe halt auch nicht so viel gespielt eigentlich. Ich habe halt auch schon gespielt, aber so, ich glaube, es gibt Leute, die wesentlich mehr Computer- und Videospiele gespielt haben als ich in meiner Kindheit. Deshalb also wirklich so richtig krass eingestiegen, in Anführungszeichen krass, aber viel eingestiegen bin ich halt erst mit der PS3. Vorher habe ich halt immer so ab und an mal gezockt, aber halt auch nicht so viel dann. Ab und an halt mal. Ja. Deshalb, ich habe auch gar nicht so viele PS2-Spiele. Ich glaube, ich habe 15 PS2-Spiele. Gut, PC-Spiele habe ich halt viele. Weil PC habe ich halt schon viel gespielt.
bin ich dann immer in den Müller, so hieß ein Laden bei uns, und habe irgendwie nach Strategiespielen gesucht, irgendwie hinten drauf geguckt. Ja, sieht das cool aus, kann man da viele Truppen steuern und alles mögliche, kann man das und das machen, und dann, wenn da irgendwie ein cooles war, dann habe ich mir das geholt. Ja. Ja, bei mir waren es dann meistens Wii-Spiele. Aber auch meistens nur Spiele, die man so zu zweit spielt. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, dass ich nie irgendwelche Story-Spiele oder so gespielt habe. Also wirklich gar nicht. Außer Super Mario Galaxy, aber das hat auch nicht wirklich eine Story. Das war, ist ja eher Jump'n'Run 3D. Aber das habe ich dafür gerne gespielt. Ja, mein erstes Story-Spiel in dem Sinne war, glaube ich, wirklich Kingdom Hearts 1. Was ich dann gespielt habe. Es ist halt mit 7 oder mit 8. Ich glaube, das ist halt das Blöde, dass ich damals diese Xbox geschenkt. Da gibt's auch Story-Spiele. So, also, ja, nee, aber. Also jetzt kann dir nicht sagen, da gibt's, also Rico. Das wollte ich nicht sagen. Könnt ihr mich auch mal ausreden lassen? Ich wollte halt einfach sagen, dass so, also das mit der Xbox war halt so, damals habe ich mich anscheinend nicht genug dafür interessiert, um da irgendwas zu suchen oder sonst irgendwas. Vielleicht hätte ich bei einer PlayStation da mehr Ambitionen gehabt, keine Ahnung. Oder hätte mir später dann eher eine neue PlayStation gewünscht, anstatt eine Wii. Weiß ich alles nicht. Bei Wii gab es ja auch aber, genug Story-Spiele. Aber auf PC gab es Story-Spiele. Also eigentlich gibt es auf allen Konsolen Story-Spiele. Hallo, Disaster Day of Crisis auf der Wii. Habe ich sehr gerne Chronicles gespielt. Best freaking game ever. The Wii. Weiß nicht, hat vielleicht im Regal nicht Hallo gesagt, nehme ich mit. Ja, aber wenn ich so über, also es gibt halt, was, also der große Story-Klassiker auf der Wii, fällt mir jetzt gerade auch nicht so ein. Also es ist halt für das Genre jetzt, glaube ich, nicht die prädestinierteste Konsole gewesen. Und ja, es ist halt eher eine Party-Konsole gewesen, wo man mit mehreren Leuten irgendwas machen konnte. Und dafür habe ich es auch primär benutzt. Naja, das erste und erfolgreichste Spiel war Wii Sports. Ein Spiel, was man mit mehreren Leuten spielt. Ja, wow. Aber das war halt dabei. Auf Game Boy sagen, ja, Pokémon hat keiner so interessiert, Tetris hat sich tausendmal mehr verkauft. Ist auch Schwachsinn. Aber ich habe auf der Wii, glaube ich, auch halt Super Smash gespielt. Gut, das hatte eine Story, die war auch cool. Aber das würde ich jetzt nicht als Story-Spiel ansehen. Ich hatte halt auch Mario. Also ich hatte, glaube ich, das einzige Story-Spiel, was ich für die Wii hatte, war auch Disaster Day of Crisis. Oh nee, und ich hatte Indiana Jones, dieses, das lief sogar voll oft in der TV-Werbung, das Indiana Jones Wii-Spiel, wo man so die Peitsche hatte und so paddeln musste und alles. Das hatte ich auch noch, das war eigentlich auch ganz cool. Das mochte ich auch. Damals habe ich auch noch diese ganzen Magazine gelesen, das Wii-Magazin hatte ich, dann die Play Blue, das war das PlayStation 3 Magazin. Sowieso habe ich als Kind diese ganzen Anime, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magazine gelesen, die Kidzone, die dann auch auf RTL 2 auf Pokito immer beworben wurden. Pokito. Ich hab die echt en masse alle gelesen. Meine Mutter hat immer gesagt, die sind zu teuer, lass die Finger davon, von dem Scheiß. Ja, die habe ich mir selbst gekauft, die waren auch gar nicht so teuer, 2 Euro oder so, oder 3 Euro, keine Ahnung. Kids, wie hießen die denn alle? Mir fällt nur Kidzone ein. Da gab es dann sogar so eine. So gelesen. Da gab es dann sogar ein Mega Hero zum Beispiel auch. Mega Hero. Da gab es dann zum Beispiel auch so ein Kidzone, so eine CD dabei. Und da gab es dann sogar so ein Pod. Das war wirklich eine Art Podcast drauf, wo die so eine eigene Kidzone-Show hatten, was mega cool war. Und da war dann auch ein Need for Speed-Film drauf, den ich mir angeguckt hatte. Der Highway 50-Film oder so, keine Ahnung, wie der hieß. Ich hab. Was war da drauf? Irgend so ein Need for Speed-Film. Highway 50 irgendwas oder 55. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Film war. Need for Speed oder Hot Wheels? Stimmt, Hot Wheels. Ja, das war. Ach, da würde ich auch. Hot Wheels ist so toll einfach. Und die Filme, Acceleracers, ne? Also, da habe ich ja schon. Wie gesagt, ich komme jeden Podcast auf dieses Thema zurück. Aber Hot Wheels ist so eine coole Marke. Ich weiß halt nicht, ob du dir das so rosig einfach in deiner Erinnerung. Ich habe mir die Filme letztens nochmal angeguckt. Ich gucke mir die Filme mindestens einmal im Jahr an.
Ja, als Kind fand ich den Film auf jeden Fall cool, ich aber ob, immer den, noch cool. ob ich den wirklich noch cool finde, weiß ich nicht. Das hieß übrigens Highway 35, also. Ja, dann 35 irgendwie so. Ich habe hier tatsächlich sogar noch so zwei CDs von so einer Zeitschrift, wo die ich dann mal, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mal zwei Zeitschriften geschenkt bekommen oder so. Da sind zwei DVDs dabei gewesen, wo jeweils eine Folge Takeshis Castle drauf war und anderes Zeug. Was war hier noch drauf? Benno Fürmann in und Tschüss. Aha. Endlich Samstag, eine komplette Folge. Oh, Endlich Samstag, das war cool. Ist endlich Samstag. 21 Jump Street, komplette Folge. Sei dabei, es ist endlich Samstag. Aber das lief auf Kika, oder? Ja. Hä, warum war das bei so einem Magazin dabei? Ich hab damals auch voll auf das Magazin. Das war doch voll spät, endlich Samstag. Ich habe eine DVD mit den ersten sechs Folgen der ersten Pokémon-Staffel. Power Ranger SPD habe ich auch voll viele DVDs von durch diese Zeitschriften. Und im Videospiel Pro 7 Ski Challenge 2008. Ja. Und Open Office. What the fuck, was ist hier alles drauf vom Scheiß? Aber auch ein sehr cooles Spiel meiner Kindheit, Hot Wheels Speed Dead. Da habe ich auch sehr viele Stunden im Multiplayer-Modus. Das war so ein lokaler Multiplayer-Modus, wo du halt einfach so eine Karte hattest. Also Hot Wheels Speed Dead war ja generell so, dass du halt dass du quasi Spielzeugautos gefahren bist, weil halt die Umgebung mega groß war. Und da gab es zum Beispiel auch ein Level, wo du halt in einem stinknormalen Kinderzimmer warst, wo es dann halt Rampen zum Bett hoch gab und zum Schreibtisch und so weiter hoch gab. Und du konntest halt Waffen aufsammeln und die upgraden. Und das war im Prinzip so ein Battle-Royale-Modus, bevor es cool war. Da habe ich so viele gute Erinnerungen dran. Das ist best Game ever. Wahrscheinlich, das habe ich nicht nochmal gespielt. Wahrscheinlich ist das wirklich ein Scheißspiel gewesen, aber ich hatte da sehr viel Spaß mit. Hot Wheels Beat That. Ach ja, Hot Wheels ist toll. Ein Freund von mir hatte so eine Hot Wheels Bahn mit irgendeinem Dinosaurier und dann konnte man irgendwie Hot Wheels auf so eine Gerätschaft abschießen und die sind dann irgendwie von alleine lang gefahren. Aber ich glaube, die haben wir nicht oft, die haben wir, glaube ich, nicht oft gespielt. Ich hatte eine Carrera-Bahn. Die ich auch. Aber das war mein Vater. Das war immer eine Tortur, die auf- und abzubauen. Und die gingen schnell kaputt. Ich finde, die Carrera-Bahn hat sich aber so ein bisschen angehört, wie sich Formel-E-Wagen anhören. Nee. Stimmt. Ja, doch schon ein bisschen. Dieses leichte elektrische Surren die ganze Zeit. Ich glaube, da hat man eher immer das Geräusch gehört, wie dieser Plastikstift in der Schiene schrappt. Also bei mir war das echt so ein elektrisches Summen. Ich glaube, das Summen hatte ich eher dann auf meiner Modelleisenbahn. Carrera-Bahn hatte sich mein Vater selbst zu Weihnachten mal geschenkt. Ich glaube, er hat sie nicht oft aufgebaut. Er hat sie dir eigentlich geschenkt, aber es war eigentlich für sich selber. Nee, es war wirklich sein Geschenk. Die Carrera-Bahn. Ja, die hat halt immer viel Platz weggenommen und die immer wieder auf- und abzubauen, das strapaziert diese Streckenteile. Das sind immer diese Plastikstifte irgendwann abgebrochen, die Teile zusammenhalten. Okay. Naja, Carrera geht's ja auch nicht so finanziell so gut. Die machen ja immer weiter Minus. Kinder von heute wollen keine Carrera-Bahn mehr haben. Ja, heute Anki Overdrive. Das ist einfach überteuert, ey. Ja, ist Carrera auch. Ja, aber Carrera war auch mega teuer. Also ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Das stimmt. Oder du kaufst halt so einen Billigableger von Carrero oder so. Aus China. Keine Ahnung. Wobei die ja nicht unbedingt schlechter sein müssen. Also der Held der Steine stellt auch mittlerweile halt also billig Lego aus China vor. Und das ist nicht unbedingt schlechter. Es ist weil das eine so mega überteuert ist, muss das andere, wenn es quasi einen normalen Preis hat, ja nicht so viel schlechter sein. Nö, muss nicht. Aber kann. Kann. Also ist bestimmt auch bei manchen der Fall, aber nur weil es muss nicht die Regel sein. Gut, bei Spielekonsolen würde ich davon ausgehen, dass die Fake-Produkte immer schlechter sind. Aber ansonsten.
Pünktlich Samstag wurde übrigens von der Saxonia Media GmbH produziert. Also anscheinend aus Sachsen. Was wurde das? Hä? Was genau? Endlich Samstag wurde von der Saxonia Media Filmproduktion produziert. Mhm. Also wie gesagt, also bei dir in der Umgebung. Ich kenne die Serie noch nicht mal. Ich frage mich immer, was du gemacht hast. Ja, nix. Du hast kein Fernsehen geguckt. Du hast ich habe nicht gelebt. Das hast du ja schon. Saßt du in deinem Leben? Du saßt da einfach und hast wie diese eine Loriot-Folge. Du hast einfach gesessen. Du hast einfach Ricard seine Kindheit gesessen. Ich will einfach nur sitzen. Kein Fernsehen. Kaum Videospiele. Ja, er hat gesessen. Ich war auch draußen. Ja, aber Fernsehen habe ich doch geguckt. Das haben wir ja schon. Ja, was denn dann? Ja, jede Menge Kinderserien, das haben wir ja schon ja, aber in unserem. Es kann doch nicht sein, dass du nie was von. Also, endlich Samstag, das musst du gehört haben, wenn du mal Fernsehen ja, geguckt hast. Ja, anscheinend nicht. Vielleicht bin ich so immun gegen so manche Sachen. Ja, aber vielleicht sagst du dann auch, oh, das gefällt mir nicht, ich blocke das ab und lösche das aus meinem Kopf, so ganz abwehrend restriktiv. Ja, kann sein. Ja, aber anscheinend habe ich ja auch ein paar gute Sachen erlebt, wie zum Beispiel Takeshis Castle. Finde ich bis heute toll. Power Rangers. Ja, da gab es immer schöne Explosionseffekte. Ja, das wollte ich immer nicht gucken. Warum? Da gab es coole, schöne Power Explosionseffekte. Das ist so super, das gucke ich auch. Nee. Ja, wolltest du. Heute noch. Guck ich heute noch, Ist wirklich so. Also, ob es wirklich gut ist, würde ich anzweifeln, ja, aber als Kind mochte ich die Explosionseffekte. Ich finde heute so noch lustig wegen dem trashigen Ding. Das fand ich damals scheiße irgendwie. Das habe ich nicht gemocht. Doch, boah, da habe ich aber nachgespielt. Auf Netflix gucke ich Power Rangers teilweise wirklich. Oder habe ich früher geguckt? Ja, wir driften ab. Videospiele. Ich habe meine Kindheit abgearbeitet. So auch größtenteils. Also ganz viel Pokémon, ganz viel Fußball, ganz viel Wrestling und ganz viel Hot Wheels. Als Zusammenfassung. Meiner Kindheit wurde Wrestling immer niedergemacht. Das ist wirklich so, in dem Bereich, wo ich aufgewachsen bin, wurde immer gesagt, das ist alles fake und alles. Und deshalb die Fans sind alle also dick und trinken Cola. In der Kindheit, wo ich, ja wirklich, das war das ist das Wissen, mit dem ich in meiner Kindheit über Wrestling aufgewachsen bin. Das ist ja nicht falsch. Also, dass es geskriptet ist. Nee, das ist richtig, aber das wird ein Argument dafür, dass man es nicht gucken sollte. Ja, hab mich nicht davon abgehalten. Was ist das denn? Euch nicht was ist das denn für ein Argument? Serien sind auch gescriptet und die guckst du dir. Ja, rein. Aber das ist die Serien, also ich kann das schon verstehen, das ist schon ein Unterschied. Aber gab's bei euch nicht auch diesen Wrestling-Chips-Hype? Nee, weil bei uns halt wirklich Wrestling niedergemacht wurde. Wo gesagt wurde, das ist was für Assis, so. Also, keine Ahnung. Bei uns war wirklich so, Wrestling ist halt nichts für vernünftige Leute. Nee, so. Wir haben aber schon ein paar Mal festgestellt, dass du ja eigentlich der Assi bist hier. Nee. Aber Spaß. Ich komme ja auch noch nicht aus dem Ruhrpott. Das war ein tolles Statement. Das ist vielleicht Wrestling eher zugeneigt, man weiß es ja nicht. Das war was für Assis, aber ich komme ja auch nicht aus dem Ruhrpott. Ne? Ja, deshalb ja. Ich bin auch nicht Ruhrpott aus dem Ruhrpott. Ja, ich bin auf ganz ja, großen ganz, Rand. Aber nah dran. Ne? Una ist Una nicht ja, nur aber Ruhrpott-Stadt. Ganz am Ende. Ja, ist Ruhrpott. Ja, aber ganz außen. Ja, ist Ruhrpott. Wir haben doch immer gesagt, weil du immer mit Jogginghose in die Schule gegangen bist. Das ja, das war, da war ich auch Assi. Ja, siehst du? Da war ich, aber das war ja noch, der Wrestling-Fan war ich, das war ja, einmal zwei Jahre Asi, meines Lebens. Asi. Das war zwei, ja, dann hab ich das aber später angefangen. Asi nie aus sich heraus. Ja, aber das war doch erst, da war ich doch erst, das habe ich angefangen, als ich 16 oder 17, da war ich, habe ich angefangen, als ich mit 17 war. Ja, da wirst du bereits trotzdem noch. Ja, und Wrestling gucke ich, seitdem ich 9 bin. Ja, da hat's angefangen. Achso. Nee, bei uns war halt Yu-Gi-Oh!-Karten richtig krass. Yu-Gi-Oh! War auch geil. Boah, da gab's voll das coole Spiel auf der PS2 auch. Duelist of the Roses hieß das, glaube ich. Habe ich auch sehr viel gespielt. Ich hatte ein Computerspiel mit Joey. Und glaube ich mit Joey. Yu-Gi-Oh! Oder Joseph. Ich hatte da die ersten. Ich glaube, die erste Staffel auf DVD. Auf der Insel und so. Also nicht die ganze Staffel, aber zumindest irgendwie die Hälfte oder so. Aber wie gesagt, Yu-Gi-Oh! Karten waren mir richtig krass. Das hat halt angefangen in der ersten Klasse, da war ich 6. Und ich habe Yu-Gi-Oh! Gespielt, also aktiv, auch auf Turnieren, bis ich, glaube ich, 13 war.
und dann kamen weiße XY-Synchrokarten und da habe ich gesagt, ich höre auf. Ja, da war dann mein Yu-Gi-Oh!-Schlusspunkt. Aber ich hatte auch ein Yu-Gi-Oh!-Spiel für Nintendo DS, das war ganz cool. Weiß aber auch nicht mehr, wie das hieß. Yu-Gi-Oh!-Spiele waren generell relativ cool. Ja, da war auch eine Yu-Gi-Oh!-Karte dabei, die es nur bei dem Nintendo DS-Spiel gab. Gott, voll nervig wahrscheinlich für die Leute, die sich nur für das Kartenspiel interessieren. Ja, ich glaube, die Karte war nicht mal gut, aber sie war halt in, ich glaube, in Secret Rare. Oh. Aber gut, wenn es halt so eine Editionskarte ist, dann ist sie halt nicht so viel wert. Aber ich habe echt, meine Eltern haben mir keine Yu-Gi-Oh!-Karten, haben meine Eltern aktiv gesagt, die kaufen wir dir nicht, die musst du dir selbst kaufen. Und da ging wirklich mein ganzes Taschengeld. Ich bin wirklich, bei uns gab es so einen Kiosk und da hat, wie viel hat so eine Packung gekostet, so ein Booster? 4-5 Euro, 9 Karten, mich mit 50-Euro-Schein hin und hab da irgendwie 10-12 gekauft und ich habe da wirklich mein ganzes Taschengeld wirklich in Yu-Gi-Oh!-Karten reingeprasst. Aber das hat irgendwie unser ganzer Freundeskreis so und wir haben, das war halt so. Haben wir voll viel gespielt. Was ich früher mal ist hier in, ja halt Panini und so ein Scheiß, habe ich voll viel Geld reingesteckt. Auch in diese, ach wie heißt denn diese Kartendinger halt generell. Also Panini mega viel. Und auch diese Match-Attacks oder wie die hießen. Ja, aber die waren ja später, und diese Fußball, du meinst diese Fußballdinger. Ja, aber die waren ja auch später. Ja, aber Panini war nicht später, habe ich schon 2006 WM habe ich schon. Aber Match-Attacks haben wir auch. Ich hatte Saudi-Arabien voll und die sahen alle gleich aus mit ihren Bärten. Und halt Wrestling Chips ohne Ende. Match Attacks habe ich halt auch gespielt. Obwohl, nee, gespielt habe ich es nicht. Ich glaube, wir wussten nie richtig, wie das Spiel funktioniert. Ich wusste nicht, wie die Regeln gehen. Ich weiß bis heute nicht. Dann hat man halt nur so versucht, so seinen Verein irgendwie voll zu kriegen oder so, keine Ahnung. Ja. Einfach gesammelt. Ja. Stimmt, das Ding hatte ja auch Regeln. Das habe ich immer, ich war dann auch, das war so die Zeit, wo ich so jährlich so auf der Brettspielmesse war in Essen. Und da gab es auch immer riesige Match-Attack-Stände, wo die Leute dann da saßen und das gegeneinander gespielt haben. Und ich nie verstanden habe, was die da machen. Nee, also ich habe Match-Attacks nur quasi bei der ersten Generation gesammelt. Und dann, als die zweite Generation rauskam und dann quasi man die erste Generation nicht mit der zweiten mehr kompatibel war, dachte ich, ja, dann sind meine quasi die erste Generation ja wertlos. Und dann habe ich gesagt, nee, das sammle ich nicht weiter. Das habe ich nicht eingesehen, weil bei Yu-Gi-Oh! War halt alles kompatibel. Du kannst halt mit dem allerersten Yu-Gi-Oh!-Karten heute immer noch spielen. So, das funktioniert. Ja, gut, das ist aber in der Welt von Fußball auch schwierig. Ja, deshalb aber, da habe ich ja gesagt, nee, das mache ich. Aber bei Magic ist das auch so, also keine Ahnung warum, aber nee, da habe ich dann nicht weiter gemacht. Magic habe ich auch mal kurzzeitig gesammelt, weil ich die Motive cooler fand auf den Karten als bei Yu-Gi-Oh! Aber auch nur ganz kurz. Obwohl Duel Masters habe ich auch mal ganz kurz gesammelt. Ah, Duel Masters. Naja. Was heißt kurz gesammelt? Ich fand die Serie cool und hab mir davon einmal ein Starterpack oder so gekauft und dann hat keiner meiner Freunde mitgespielt und dann war ich der Einzige und dann habe ich es nicht weiter gesammelt. Naja. So ist das. Haben wir sonst noch was? Nee. Scheinbar nicht. Wie gesagt, alles, über das ich sonst reden würde, wäre halt später, weil in meiner Kindheit habe ich halt diese ganzen Spiele, die ich eben aufgezählt habe, gespielt. Siebenstein, Stronghold, der erste Kaiser. Was ist das hier denn? Queen, The Greatest Hits. Nee, das war alles kein Spiel. Mein Vater hat halt oft im Aldi oder so auch solche Racing Collections gekauft, da wo irgendwie 100 Spiele oder so drauf waren, die halt alles halt billig waren, aber da war so ein Taxispiel dabei, was ganz cool war. Das hieß Taxi Madness Berlin, wo man in Berlin mit so einem Taxi rumfahren musste und die Leute einsammeln und möglichst schnell zum Ziel bringen und wo man dann halt, was weiß ich, durch den Park und über Bürgersteige und alles gefahren ist, um die Leute dann rechtzeitig abzuliefern. Ein weiteres Spiel, was ich auf der PS1 für viel gespielt habe, war Buggy. Ich glaube, das hieß einfach nur Buggy. Ja, es hieß nur Buggy. Das habe ich auch ultra viel gespielt. Das ist 98 rausgekommen. Oh Gott, das ist älter als ich. Aber das habe ich auch mega viel gespielt, wo du dir die Kombos der Items merken musstest, weil die einfach nur Farben hatten und die musstest du halt nach einem bestimmten, je nachdem, in welcher Reihenfolge du die aufgesammelt hast, gab es verschiedene Items. Und Theme Park World habe ich viel gespielt.
wie gesagt, solche Park-, Zoo-, Bauspiele, das war echt so einer meiner größten Computerspiel-Lebensinhalte. Strategie, Städte bauen, Parks bauen, Zoos bauen, irgendwelche Management-Bauspiele. Andi war schon sehr früh der Manager. Ich fand das halt einfach irgendwie cool, so sein eigenes. Also ich mag Managen, also selbst das Thema kann mich nicht interessieren, wenn es ein Management-Spiel ist, macht es mir Spaß. So, keine Ahnung. Also zu den abstrusesten Sachen irgendwie, der Fernsehstudio-Management-Spiel. Selbst das Eishockey-Management-Spiel würde ich spielen, weil mich interessiert Eishockey nicht, aber als Management-Spiel könnte ich mir vorstellen, macht es mir Spaß. Doch, ich habe da noch so ein tolles Basketball-Manager-Spiel. Das hast ich du doch noch nicht einmal gestartet, oder? Sowjetunion-Spiel. Ja, Bau-Tycoon-Spiel. Ich weiß auch, FIFA 5 habe ich sehr viel gespielt. Aber ich glaube, da hatte ich auch. Ich hatte weniger Spaß am eigenen Spielen, als meinen Verein zu managen. Das hat mir da am meisten Spaß gemacht. Ja, früher Anschluss und so waren gute Manager-Spiele. Da habe ich halt auch mal, ich hätte auch jetzt noch ein anständiges Wrestling-Management-Spiel würde ich auch spielen. Oh, da gab es auch einige von. Naja, ich habe mich mal informiert und es gibt so ein, das sehr schäbig aussieht. Pro Wrestling World? Ja, keine Ahnung. Fire Pro Wrestling. Also gut, man kann das ja aus zwei Gesichtspunkten spielen. Ne, eigentlich nicht. Ja, ich überlege gerade, aus welcher Sicht man das managen kann. Aber eigentlich kann man es ja nur aus der Sicht des Veranstalters managen, oder? Ja, alles andere macht nicht so viel Sinn. Es gibt Fire Pro Wrestling. Naja, doch, also man könnte man, also gut, es gibt doch zwei Ebenen. Man könnte doch quasi der Management-Typ sein aus der Perspektive dessen, dass man weiß, dass das Fake ist. Aber kann man nicht auch ein Manager in dieser Welt sein, der nicht weiß, dass es Fake ist? Quasi sein der Wrestling-Veranstalter so ist, der halt das Team managt und halt davon ausgeht, dass das echtes Wrestling ist. Weißt du, was ja, ich meine? Macht das so einen großen Unterschied? Ja, es macht doch einen komplett anderen Unterschied, wenn du quasi der Veranstalter bist so, und du entscheidest, wer gewinnt. Um die Beine zu stellen. Ach so, meinst du das? Ja, das stimmt. Das ist doch was komplett anderes. Zwei komplett andere Ebenen. Das aktuelle Ding von, auch von Spike Chunsoft übrigens, hier, Fire Pro Wrestling World. Ich glaube, die haben vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube, das sogar ist echt vor kurzem gewesen, ich folge den ja auf Twitter, da haben die extra so einen DLC rausgebracht, der halt das Promotion-Ding voll nach vorne setzt. Warte, ich guck mal nach. Ja, aber bei Fire Pro Wrestling World ist sie gerade ich hatte wirklich mal so ein Wrestling-Management-Spiel gesehen. Ja, Fire Pro Wrestling hat auch teilweise das, wo man halt wirklich so quasi managed. Die Stories geschrieben hat und dann geguckt hat, okay, wen lasse ich gewinnen, in welcher Runde soll, irgendwie nach welcher Minutenanzahl, wie mache ich, dass das möglichst spannend ist, wirklich quasi aus der Veranstalterperspektive das managen musste. Ja, ich glaube, das geht da auch. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber solche Spiele gibt es definitiv auch in der Fire Pro Wrestling-Reihe. Das ist halt schon, ja. Also ich glaube, sowas finde ich auch inzwischen auch ganz cool. Damals konnte ich damit nichts anfangen, da wollte ich Action haben. Ich glaube, das war United World Wrestling. Nee. So, ich hier das DLC gerade von Fire Pro Wrestling World sehe, habe ich ja erst recht Bock, das vielleicht nochmal zu machen. Ah, hier genau, Total Extreme Wrestling war das. Aber das sieht halt aus wie halt sonst was. Ach lol. Das sind halt nur so Statistiken. Das sieht halt aus wie ein Windows XP Interface. Total Extreme Wrestling. Aber ja. Das hast du ja bei Managerspielen oft so. Dass das einfach nur, aber du kannst auch ein Managerspiel mit einem coolen Interface machen, wo ja, dann du halt zum Beispiel den Kampf haben. In guter Grafik zum Beispiel siehst oder so. Was halt nicht nur quasi aussieht wie Windows XP. Also das ist jetzt halt wirklich. Das sind dann die Managerspiele, die Budget haben. Ich würde jetzt so gern auch hier zum Beispiel aktuell Football Manager oder so, würde ich auch voll gerne spielen, aber ich weiß, dass ich da einfach nicht hinterherkomme. Da musst du dich so reinfuchsen, da komme ich nicht hinterher. Habe ich nicht genug Zeit für aktuell. Ja. Zum Beispiel der Motorsport Manager sieht ja eigentlich auch einigermaßen okay aus. Der sieht zumindest nicht aus wie Windows XP. Ja, das stimmt. Und du kannst live so die Rennen verfolgen und alles. Das kannst du ja alles bei dem Total Extreme Wrestling Manager nicht. Ja, ja. Bei mir sind die immer letzter geworden. Aber gut, ich habe ein Rennen gespielt.
bei Motorsport Manager. Ich wurde abgesägt nach einer Season. Echt? Ja. Ja, das war wirklich das Bescheuerste überhaupt. Ach, das war übrigens, glaube ich, ein Spiel, was ich ansonsten zum letzten Mal gespielt habe. Weil in dem Stream hatte ich, glaube ich, Motorsport Manager nochmal gespielt. Das ist halt, du kriegst ein absolut beschissenes Auto hingestellt, mit dem du nichts machen kannst. Und Ziel für die Season ist Achter. So, aber ich schaff's maximal, also das, what the fuck? So, da wurde ich am Ende gekündigt. Und bin dann wurde dann bei Sauber angestellt und deren Ziel war dann irgendwie Dritter werden. Da dachte ich mir, was habt ihr für Ziele mit dem Sauber? Also ich hatte dann mit dem F1 2018 Mod oder so gespielt. Und ja, weiß ich auch nicht. Und deshalb hatte ich für den Stream dann mal gesagt, okay, ich mache jetzt wirklich mal den Weg von ganz unten. Ich fahre in der Formel 3 mit dem schlechtesten Team an. Da das können die keine hohen Anforderungen an mich stellen. Ja. Und ich bin im Stream mit irgendwie 20 Sekunden Abstand oder so ins Ziel gekommen. Das ist genau das, was ich hatte. Das ist wirklich absurd. Da war eigentlich mein Plan, okay, ich mache die erste Season. Ich investiere keinen Cent ins Auto. Ich geb nur Geld aus für Sachen in das Werk für die nächste Season, aber ich investiere keinen Cent in diese Season, sondern ich spule das halt alles vor, weil keine Chance ist, mit diesem Wagen irgendwas zu reißen. Aber ich habe seitdem nicht mehr weitergespielt. Jetzt habe ich voll Bock auf so Manager-Spiele, ey. Ja, ich denke mir manchmal, was würde ich machen, wenn ich jetzt in Reality so sagen könnte, okay, du kannst ein Formel-1-Team gründen. Da überlege ich immer, okay, wenn ich jetzt wirklich die Macht hätte, ein Formel-1-Team in der Realität, okay, wie nenne ich das? Welche Farben gebe ich dem? Oder das sehe ich mir auch irgendwie bei Fußballvereinen oder so. Bei allen möglichen, wenn ich so quasi Gott spielen könnte, aber was heißt Gott, aber die Möglichkeit hätte dann so, das wäre cool. Aber leider ist es weit entfernt von der Realität. Außer ich sollte irgendwann Milliardär sein. Würde ich mir wenigstens einen anständigen Namen ausdenken. Ich würde den SV Borsenhagen ganz groß machen. Aber dann kriegst du ganz viel Hate ab. Aber ob ich jetzt einen eigenen Verein gründe und den hochziehe mit ganz viel Geld oder ob ich bestehenden Verein übernehme und den hochziehe mit ganz viel Geld, ich glaube, kriegst du sowieso Hate ab. Naja, du kannst ja einen bestehenden Verein, der große Sponsor. Dann erstelle ich halt einen in der... Ja, aber auch dann kriegst du ganz viel. Ja, aber du musst ja nicht... Der einzige Verein, den ich sponsern würde, wäre Schalke. Und die sind immer noch sehr stolz darauf, dass sie eingetragener Verein sind. Und das macht noch so ein bisschen unsere Mentalität aus. Also, ja, du kannst ja trotzdem sponsern. Ja. Du kannst ja die, keine Ahnung, die Mollen AG gründen. Die sponsert den Verein dann. Was ich wirklich machen würde, wenn ich Milliardär wäre und Bock auf so ein Sportteam hätte, würde ich mich halt einfach in die MLS einschalten, in die amerikanische Liga. Weil die sind ja noch am Aufbau. Da hat ja jetzt auch David Beckham einfach ein Team gegründet. Internationale Miami heißt das, glaube ich. Tritt er ja ab übernächstes Jahr oder nächstes Jahr schon an. Da ist es machbar, da hätte dich auch keiner. Ist einfach nur froh, wenn ihre Städte mal ein Sportteam haben. Ein Fußballteam. Ja, aber ich glaube, das wird mich da nicht so sehr interessieren in Amerika. Wieso? Ist ein Sport, der am Uprisen ist. Das auf Deutsch? Ja, am Hochkommen. Ja. Ich würde es ja gerne in Deutschland gucken, aber kein Schwein hat sich die Rechte gekauft. Also Mist. Nicht mal DAZN. DAZN überall auf der Welt hat hier strahlt DAZN MLS aus. In Deutschland, naja, brauchen wir nicht. Und Eurosport, die Rechte bis letztes Jahr hatten, haben auch irgendwie keinen Bock mehr. Und in Amerika hat Twitter die Rechte. Kannst du dann mit VPN auf Twitter gucken? Ja, aber die Spiele sind ja zu Zeiten. Das ist nicht für den Deutschen nicht so gut. Hast du schon genug Probleme mit deinem Wrestling? Ja. Oder mit Formel 1 morgens 6 Uhr. Ja, morgens 6 Uhr ist ja nicht, okay, du weißt, okay, von 0 bis 7 Uhr ist die Wrestling-Veranstaltung. Finde ich das morgens um 6 Uhr aufstehen aber chilliger. Vor allem an einem Sonntag. Bei Wrestling muss ich an einem Montag das machen. Sonntag ist ja, da hast du halt Pech gehabt, so ein bisschen. Ja, oder du gehst dann halt schlafen. Ja, stimmt, du musst zur Schule, ja gut, dann geht's nicht. Da ist das Problem an der Sache. Weil ich finde zum Beispiel so am Sonntag oder so 6 Uhr aufstehen, finde ich gar nicht mal so schlimm. Vielleicht bin ich das vom Fußball gewohnt, als ich selber Fußball gespielt habe. Ich stell mir dann halt den Wecker, dann geht das. Ja, eben, da stellst du halt den Wecker und dann bist du halt so, da kannst du danach immer noch schlafen, so. Naja.
Ich freue mich auf Sonntag. Das Problem, was ich mir halt vorstelle, das Problem ist halt, mein Formel-1-Team, also ich bin ja halt Ferrari-Fan so. Und dann ist es halt schwierig, man will ja trotzdem, dass Ferrari gewinnt. Und wenn ich dann Formel-1-Team baue, was dagegen kämpft. Dann baust du halt ein Formel-1-Team, weil du so ein krasser Milliardär bist und das Geld gar nicht brauchst, setzt es halt nur dafür ein, die Konkurrenten von Ferrari zu schwächen. Oder für Ferrari zu fahren und die dann immer vorne wegfahren zu lassen. Ja, ich weiß nicht. Wolltest du dir Bottas und Massa als Fahrer und Nee. Ich würde wirklich Maldonado wiederholen. Einfach aus Ich habe mir halt überlegt, okay, ich finde sowieso kleine Formel-1-Teams, ey, ihr seid eh so weit unten, dann macht doch irgendwas krass mit Werbung oder so. Ich habe mir überlegt, okay, du brauchst auf jeden Fall irgendein krasses Livery, so, irgendein krasses Tier drauf, einfach was cool, so. Ich habe mir überlegt, so richtig in den Medien auftreten mit zum Beispiel mein Auto würde ich dann vorstellen mit irgendeiner geilen Show. Dann würde ich mir denken, ey, wenn wir eh keine Chance haben, doch vorne zu kommen. Das Problem bei kleinen Teams ist ja wieder, wie finanzierst du diese Show? Ja, wir finanzieren dann die Show und nicht das Auto. Das ist so einfach. Ja, aber ich glaube, das geht so nicht ganz auf direkt. Na doch, Williams, die haben 140 Millionen. Ob die jetzt 140 Millionen in das Auto investieren oder 80 Millionen, macht bei denen keinen Unterschied, weil die eh auf dem letzten Platz landen. Dann investiert doch irgendwas in geile Shows. Mit Explosion und Pyro. Ja, würde ich machen. Und dann kriegt man ja vielleicht Fans auf Twitter und auf Facebook, die einfach sagen, ey, das ist die coole Draufgänger-Team, so, was einfach Spaß hat, die sind ganz hinten oder so. Und dann, ja, Red Bull ist doch quasi das. Ja, Red Bull auch, aber ich würde es noch krasser machen mit wirklich Explosionen. So. Und wirklich so, keine Ahnung, ich habe mir überlegt, so ein schwarzes Auto mit Feuer drauf und vielleicht irgendwie ein Adler oder ein Löwe vorne, einfach so richtig protzig und unnötig, so. Und den Fahrern habe ich auch überlegt, seit den Interviews so richtig, also denen wirklich angeben, also den Fahrern wirklich sagen, okay, tretet in Interviews so richtig prollig auf, so wirklich so. Und wenn... Das wird mit meinem Traumfahrer-Line-Up schon mal gar nicht funktionieren. Und was ich mir auch schon mal überlegt habe, ist den Fahrern sagen, gibt Interviewern immer eine andere Antwort. Also trollt Interviewer. Zum Beispiel, wenn du von RTL gefragt wirst, wie das Rennen, sagst du, ja, aber okay. Dann kommt Sky, den sagst du dann, das Rennen war super. Dem anderen, also das wäre eine Marketingstrategie, diese 0815-Antworten, einfach bei jedem Sender komplett andere Antworten geben. So wirklich, mein Team wäre wirklich komplett so aber ich glaub, du auf Marketing-Fanbase ausgerichtet. Gerade das stellst du dir zu rosig vor, weil dann wird dich keiner mehr ernst nehmen. Dann würden sich die Sponsoren ja gar nicht mehr sponsoren wollen. Ja, deshalb, nicht mal wissen, was du über die deshalb, sagen das willst. Funktioniert ja nur, wenn ich Milliardär bin. Ja, okay, dann kann ich es verstehen. Was wäre dein Fahrer-Line-Up? Weil ich habe da auch schon sehr oft drüber nachgedacht. Und Maldonado. Der fährt alleine, oder? Nee. Ja, und ich würde irgendeinen Nachwuchsfahrer noch nehmen. Irgendwie sagen, Mercedes, Ferrari, könnt irgendeinen Nachwuchsfahrer von euch bei mir reinsetzen. Oder vielleicht auch wenn nicht. Wenn die das wollen. Dem die Karriere versauen. Maldonado und ich habe keine Ahnung. Sato. Das sind zwei komische. Ich glaube, ich würde einen Chinesen reinsetzen. Für irgendwie, vielleicht kriege ich da chinesische Sponsoren. McQueen oder wie der hieß. Ich glaube, irgendeinen Chinesen würde ich da reinsetzen. Ist ein hohes Zuschauer-Value in China, würde ich echt einen chinesischen Fahrer vielleicht reinsetzen. Oder vielleicht einen japanischen Fahrer, aber haben wir im Moment nicht so viel im Rohr. Ich würde auf jeden Fall Van Dorn reinsetzen. Und das Problem ist, ich glaube, mit dem Fahrer, den ich da reinsetzen würde, wird deine Marketingstrategie schon mal gar nicht funktionieren, weil so jemand wie Grosjean oder so, den ich da auch voll gerne reinsetzen würde, der kann, glaube ich, einfach gar nicht. Also Maldonado würde ich aktiv sagen, ramm nicht mit Absicht. Der kann ja nicht mehr Englisch. Ramm nicht mit Absicht, aber wenn es passiert, du darfst schon hart kämpfen. Würde ich mit Maldonado sagen, so, kannst ruhig hart kämpfen. Das ist offizielle Teamansage. Ich glaube, wenn du das mit den Interviews durchziehen willst, brauchst du Leute, die mehr Medien Talent haben. Maldonado kann man eh nur so halb verstehen. Der dann zum Beispiel sagt, ja, bad day for all the team. Ja, der Nächste sagt dann, not the best day, but good. Vielleicht würde ich es auch nicht so ganz übertrieben machen, aber ich würde auf jeden Fall versuchen,
irgendwie, zum Beispiel bei so Teams wie Manor, denke ich mir, ey, es interessiert sich eh kein Mensch für euch, warum habt ihr dann eine Lackierung, die einfach weiß und rot ist? Da macht doch irgendwas drauf, über was Leute reden oder so. Irgendwas wenigstens. Ich hab's bis heute nicht verstanden, warum solche Teams sich nicht mal ein bisschen anstrengen, Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn sie die Aufmerksamkeit schon nicht sportlich kriegen. Aber, keine Ahnung. Müssen die Lackierung nicht auch immer so halb langweilig gestaltet werden, damit halt die Sponsoren auch. Ihre aber Manor hatte keine Sponsoren. Das Auto war leer. Punkt. Das Auto war leer. Punkt. Es war rot-weiß und leer. So, und ich meine, ich kann mir Hoffnung, dass sie da. Und ich meine, ich kann mir auch einen Sponsor mit einem Tier holen. Ist ja auch kein Problem. Ja, Mann, Puma. Da ist ein Puma. Ich habe mir übrigens überlegt, wenn ich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel das Jägermeister F1-Team hätte, jetzt rein hypothetisch. Und in, zum Beispiel dürfte das dann in Abu Dhabi dann nur F1-Team heißen? Weil Williams Martini Racing durfte in denen, denn dann hieß es ja auch dann immer nur Williams Racing. Ist es einfach nur F1-Team? Ich weiß es nicht. Naja. Gut. Das ist eh nur Träumerei, weil ich werde nie Milliardär sein. Ich habe schon mal überlegt, hey, vielleicht gibt es die Chance, dass Bill Gates irgendwann sagt, kurz vor seinem Tod, ich mache die Lutz, unter allen Menschen auf der Welt verlose ich mein Geld. Und dann macht er dritte und dann denke ich mir, ah, vielleicht besteht die Chance, dass ich 50 Millionen Milliarden auf mein Konto durch diese Lotterie bekomme. Aber ja. Sehr, sehr starke Traumvorstellung. Das wäre aber dann theoretisch möglich. Gut ausgearbeitet, Andi. Wenn man drüber nachdenkt, ist das verrückt. Und dann habe ich überlegt, okay, 50 Milliarden für Formel-1-Budget im Jahr so ungefähr 150 Millionen. Wie viele Jahre kannst du das machen? Oh, das geht schon ein bisschen. Und dann, aber ja. Nur dafür das ganze Geld verhauen. Damit du ein bisschen entertaining hast. Wenn ich 50 Milliarden habe, dann kann ich, also wenn ich 50 Milliarden habe, dann kann ich 150 Millionen im Jahr für das Formel-1-Team zahlen und habe ich immer noch genug, um zu leben. Ja gut, stimmt. Ja. Weil nach 10 Jahren sind dann erst 1,5 Milliarden weg. Ja, nur. Und vielleicht kommt ja auch was rein. Ja, vielleicht kriegt das Team dann irgendwie so ein Image, wo Leute sagen, keine Ahnung, vielleicht sagt dann zum Beispiel so ein Rich Energy, ey, das ist genau das Team, was von der Philosophie zu uns passt. Dann kriegt man vielleicht auch was rein an Sponsoren und so. Also, ich würde das nicht ausschließen. Waren das die, wo du gesagt hast, ja, die haben schon die große Fresse? Rich Energy? Ja. Die sagen, wir sind besser als Red Bull. Und der Typ, der Chef von Rich Energy, hat gesagt, für Rich Energy werden die Läden Red Bull aus den Regalen nehmen. Ja, weißt du, nee, hat das mit Fröhlich damals eine ähnliche Taktik gefahren? Die haben doch auch schon Sponsoren, die haben doch auch schon alles gesponsert, bevor der Drink überhaupt da war, oder? Ja, aber Red Bull gibt's doch schon ein bisschen länger. Ja, aber haben die nicht auch damals, hat der, wie heißt der nochmal, Matuschitz nicht auch damals? Ich weiß nicht, wer das nochmal war, aber die haben irgendeinen Fahrer, haben die ihr Logo auf den Helm geklatscht. Für mega viel Geld, obwohl das Energy-Getränk noch nicht mal da war. Also die haben ja auch eine ähnliche Taktik gefahren. Die haben einfach alles gesponsert. Aber das finde ich ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht die Sache bei Rich Energy, sondern, sag ich mal, der Chef, der ist so ein Rocker. Der sieht aus wie so ein Rocker. Ja, was ist nicht quasi so ein bisschen das, was ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Ja, sag ich doch. Deshalb für Rich Energy habe ich ja gesagt. Ach so, also würde ich nicht ausschließen, dass sie als Sponsor dann, dass das dann passen würde. Die haben ja jetzt ihre finde ich sehr gut. Und ich glaube, man kann die Dosen mittlerweile auch kaufen. Ja, die Rich Energies. Ich bin sehr froh, dass Haas ihre Lackierung geändert hat. Jetzt kann Rich Energy auch lesen. Ja, das war wirklich voll so dermaßen hässlich. Gut, gibt's noch Redebedarf? Glaube nicht, wir haben am Ende sowieso nur noch recht wenig über Kindheitsspiele geredet. Gut. Dann kommen wir jetzt noch zur beliebtesten Rubrik dieses Podcasts. Der Wasserfall des Monats. Yay! Ist voll cool. Jetzt waren wir mal gespannt. Vorhin, als ich nach den Mohun-Spielen gegoogelt habe, ist mir ein fetter Screenshot ins Gesicht geflogen,
wo ich einen Wasserfall entdeckt habe. Meinst du, du bist auf dein Gesicht geflogen? Ich bin nicht auf mein Gesicht geflogen. Hat's wehgetan? Und zwar auf Kinguin. Und das Spiel heißt Mohun Tiger and Chicken. Und da sieht man hinten links so einen schönen, riesengroßen Wasserfall. Und das könnte auch eine sehr lange Wie Geschichte heißt der? Sein. Das ist der Shanghao Waita. Ach so, der Shanghao Waita, ja. So. Ist das rassistisch nicht ein bisschen? Was, warum? Stimmt, du machst dich über die asiatische Kultur lächerlich und das erzähle ich nicht vor. Mach ich mit dem Black Car? Warum ist der jetzt weißer als die anderen? Um Gottes Willen. Du hast heute Shanghao schon ein paar Mal Tai so komische Witze heißt gebracht. Bestimmt irgendwie, hat bestimmt was voll deepes Meaning im Chinesischen und du missbrauchst es für deinen Wasserfall. Also Rico. Den Screenshot werde ich auch nochmal auf der Webseite mit zeigen, damit die Zuhörer den auch sehen können. Ich habe euch den ja jetzt nur gezeigt. Ja, also ich kann ja mal kurz beschreiben, das ist ein sehr dubioser Berg, also eigentlich ist es kein Berg, es geht gerade nach oben, oben sind Pflanzen und der Wasser, also es ist wie eigentlich so ein Wasserfall, wie in dem Avatar-Film mit diesen schwebenden Felsen, nur dass hier unten drunter halt nochmal Fels ist. Aber das ganze Setting ist auch hübsch halt. So chinesisch, ja, vielleicht. Angehaucht. Alles. Kann das sein. Nicht wäre, ne? Das wirkt schon so ein bisschen out of place. Nee, die haben doch auch Hühner in China. Ja, aber die Hühner in China sind quasi wie die Hühner, die hier leben, nur die wohnen halt da. Ah, jetzt habe ich das auch verstanden, Merlin. Ja, aber er wirkt nicht so wie ein Huhn, was hier lebt, aber da wohnt. Ja doch, es hat Samurai-Kleidung an und zwei Schwerter in der Hand. Was ist denn dagegen einzuwenden? Dass das dann eigentlich ein Japaner ist. Ja gut. Kann man jetzt nichts machen. Also ich im Land verirrt. Ja, wie bin ich hergekommen? Das ist dann schon wieder so Mohun. Ach, irgendwas asiatisch. Bisschen Japan, ich dachte, bisschen Korea, bisschen China. Alles das Gleiche. Aber ja, es könnte auch einfach gesagt, Japan sein, oder? Es könnte auch einfach Japan sein. Ich glaube, es ist auch einfach Japan. Warum hat er kein Kimono? Ich kann nur diese Figuren da nicht so richtig. Mohun in China. Ich kann irgendwie die Figuren nicht so richtig. Was ist das? Ich glaube, das sind so. Also, die Figuren sehen ein bisschen chinesisch aus, weil das sind so chinesische Löwen, glaube ich. Da gibt es so komische Löwenstatuen, die sehen da so aus. Vielleicht sind die Löwen nach Japan ausgewandert? Aber ich bin da jetzt kein Ostasien-Experte. Sind wir alle nicht, glaube ich. Aber ich finde es gut. Ich kann jetzt nicht exakt sagen, an der Architektur, ob das japanisch oder. Aber ich finde es gut, dass die Treppe hier ins Nix führt und einfach nach unten. Mich erinnert das sehr an den Glockenturm aus. Fuck. An den Glockenturm aus. Wie heißt das? Glöckner von Notre Dame? Nein, aus Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Und der steht ja in Japan. Ja, aber es ist ja auch aus Pokémon. Also es ist doch Japan. Ja, gut, es gibt ja auch Pokémon-Regionen, die nicht auf Japan basieren. Ja. Inzwischen sogar sehr viele. Damit würde ich das Schlusswort nennen. Beziehungsweise, nee, mir fällt gerade noch was ein. Naja, mir fällt gerade noch was ein. Was ist denn das eine Schlusswort? Ja, das wirst du dann hören, wenn es soweit ist. Okay. Bin ich gespannt. Oh Gott, jetzt habe ich hier was angeteased, was ich gar nicht wollte, egal. Du hast so Erwartungen geweckt. Ja, das ist jetzt scheiße. Jetzt muss ich mir irgendwas Tolles überlegen. Okay. Nee. Du überlegst dir erst was. Ryu hatte eine ganz tolle Idee. Unser Ryu hier von Nerdlabor. Ne? Kennt ihr ja hoffentlich alle. Nerdlabor ist übrigens von Waterfall Rising gesponsert. Und da hinzukommen müsst ihr auf waterfall-rising.de gehen. Dann kommt ihr auf Nerdlabor. Genau. Und zwar hatte der die Idee, dass wir doch mal über so verschiedene Szenarien quatschen können. Da wart ihr zwar doch auch da, ne? Wie zum Beispiel, dass ich Manager von einem Formel 1 Team bin. Zum Beispiel. So, und das halt so. Haben wir ja schon diese Folge gemacht. Und das halt so ausschmücken, bis ins Unendliche gefühlt. So, das können wir ja ganz gut teilweise. So, auch so apokalyptische Szenarien uns vorstellen oder irgendwas. So. Eine Axt, immer eine Axt. Wie wäre es, wenn wir sowas machen? Bei uns im Podcast, aber dafür eine eigene Folge machen immer. Also, dass halt ab und zu so eine extra Folge kommt, wo wir sowas machen. So
getreu nach dem Thema, was wäre, wenn? Ist doch eigentlich eine gute Idee, ja, oder nicht? Ja. Also ich verstehe jetzt noch nicht genau den Rahmen. Naja. Aber du wir also machen ja wohnen im alten Ägypten oder was? Was wäre, wenn, oder was? Wir machen ja normalerweise so jeden Monat, wenn es hinkommt, eine Podcast-Folge von Waterfall Rising. So, und dann machen wir halt eine Extra-Rubrik, die neben den normalen Folgen läuft. Diese Was wäre, wenn? Also das Formatname Arbeitstitel. Und da kommt auch Ryu einfach mit immer dazu. Und dann machen wir uns da ein Szenario und gehen das durch. Was denn für ein Szenario? Also wie im alten Ägypten zum Beispiel, oder was? Na, so wie wir das gerade hatten. Zum Beispiel, was wäre, wenn Andy 50 Milliarden Dollar hätte? Was würde er dann tun? Oder, was wir halt letztens hatten, was wäre, wenn die 7 Menschen, die das Internet beschützen, alle sterben würden? Das war, ist ja immer noch fake. Da haben die Leute in den YouTube-Kommentaren aufgedeckt, Galileo hat da maßlos übertrieben. Ja, oder was wäre, wenn das Internet weg wäre von heute auf morgen? Was würde passieren? So, sowas halt. Das hatte ja Ryu vorgeschlagen. Ja, da können wir mit Schlüssel dabei? Wir können ja da mal drüber nachdenken. Vielleicht auch, vielleicht hat ich finde es immer noch sehr schade, dass Ryu das Pen and Paper nicht gemacht hat. Das können wir nachher noch diskutieren. Aber ja, finde ich auch. Ryu, wir wollen das Pen and Paper machen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Mir ist nämlich gerade die absurde Idee gekommen, ich habe gerade gegoogelt, wegen F1-Manager, ob es ein Formel-1-Pen-and-Paper gibt. Es gibt das Spiel Racetrack, was ein Formel-1-Pen-and-Paper, ein Motorsport-Pen-Paper ist. Geil. Kann ich mir mal durchlesen, was es da geht. Kann man mal schauen. Muss es dann würfeln, ob du die Kurve kriegst. Ja, wahrscheinlich. Ja, können ja auch mal, ich habe ja jetzt die Idee mal angebracht, können wir uns ja mal überlegen und vielleicht auch, vielleicht möchte auch der ein oder andere Zuhörer da einen Kommentar zu abgeben. Waterfall-Rising.de ist unsere Webseite, wo ihr alle Episoden anhören könnt, alle 10 Stück plus eine Special-Folge. Und ja, gibt's noch was zu sagen, noch Werbung oder so? Twitch.tv/nerdlabor jeden Montag. Wir sind gerade in den letzten Zügen der Formel 1 Season. Jeden Montag 21 Uhr. Gerne vorbeischauen. Ich fahre wieder in Autos. Was? Wir sind ja nicht du hast den ganzen Abend heute schon so komische Witze gebracht. Du bist wirklich krank, ne? Ja, ich merke das schon. Aber das sind komisch. Ich habe mir übrigens nochmal Formel 1 angeguckt und da hast du deinen komischen Traktorwitz gebracht, den du so ultra abgefeiert hast in einer Formel 1 Folge. Das war auch super, ein komischer Traktorwitz. Der Traktor ist super. Du hast so angeteased, jetzt kommt der beste Witz der Welt und End war schon so mega gespannt, dass er den bescheuerten Traktorwitz erzählt. An dieser Stelle muss ich den Podcast beenden. Ich bedanke mich. Bevor der Traktorwitz noch rumkommt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und ich bedanke mich auch bei Andi und Merlin. Hat Spaß gemacht mal wieder. Und ja, damit endet die 10. Episode von Waterfall Rising. Yay. Was ist jetzt das Schlusswort? Oh, scheiße. Schlusswort. Das Schlusswort ist... Du Schummeler. Schummeler. Dunkerer, du. Wassermelone. Tschüss. Oh, die sind lecker. Tschüss. War jetzt das Schlusswort nicht tschüss? Ach, tschüss. Ja, aber Wassermelone kannst du nicht auch schlürfen. Kann man auch essen. Hier kann man da gibt es Eis von den Ungarn. Ich nehme Mund und als Keto dann saug ich so... Wassermelone, ich bin ein Vampir. Die Wassermelone ist so Menschkörper und ich bin der Vampir und ich beiß da rein, hab wirklich so raus, so das rausgesaugt. Ja, ich war als Kind manchmal ein bisschen komisch.